Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir haben, schön, dass Sie dabei sind beim Radio 1 Kommentatoren-Talk. Mittwochabend haben wir tatsächlich entschieden, diesen Talk zu machen zu diesem Thema mit der Überschrift Deutschland im Freudentaumel, die GroKo ist da. Freitag war ausverkauft, vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass Sie am Radio dabei sind. Wenn Sie uns sehen wollen, das ist wirklich ein Erlebnis, uns zu sehen, dann gehen Sie doch auf radio1.de, da gibt es den Video-Livestream. Nochmal zu dem Thema, was ursprünglich angesetzt war, das war ein Talk zur MeToo-Debatte. Der ist nicht ausgefallen, der ist verschoben. Der findet rund um den Weltfrauentag am 8. März statt. Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem Radio 1 Programm, was Sie ja sowieso 24 Stunden rund um die Uhr hören, wie ich weiß. Vorab mal wieder die Frage in die Runde und Sie rufen dann einfach ich. Wer fände es gut, wenn wir eine GroKo bekommen? Oh, ich hab Angst vor der Gegenprobe. Wer möchte auf gar keinen Fall eine GroKo? Ja. Weiß nicht, ob man es am Radio so gehört hat, es war so 80 zu 20, vielleicht auch 90 zu 10, vielleicht auch 95 zu 5, ich weiß nicht genau. Mittwochmorgen haben sich SPD und Union auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Ich glaube, wenn seitdem alle SPD-Politiker, alle, einfach die Klappe gehalten hätten, dann würden wir heute Morgen über die... Würden wir hier heute Morgen über die Krise der CDU reden und über die Kanzlerdämmerung oder die Kanzlerinnendämmerung und darüber, ob sie die CDU oder ja, alle Inhalte der CDU und Ministerposten verschachert hat, nur um Kanzlerin zu bleiben. Aber zum Glück gibt es ja die SPD. Also Martin Schulz musste herausposaunen, dass er entgegen seiner Ankündigung Bundesaußenminister werden will, dass er aber nicht SPD-Vorsitzender bleiben möchte. Der noch amtierende Außenminister Sigmar Gabriel muss sich dann über den schlechten Umgang mit ihm beklagen, nicht etwa intern, sondern in einem Zeitungsinterview und dann noch ergänzen, dass seine kleine Tochter froh sei, dass er nun mehr Zeit mit ihr verbringe als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht. Das hat er wirklich so gesagt, schon alleine für diese Interviewaussage, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, sollte er meiner Meinung nach nicht Außenminister bleiben können, weil das ist ja schon ein Job, der auch was mit Diplomatie zu tun hat. Mir fällt dazu dieser alte Spruch ein, Niveau ist keine Hautcreme. Dann muss noch ein SPD-Politiker nach dem anderen, und hier meine ich tatsächlich in dem Fall ausdrücklich männliche SPD-Politiker, in der Öffentlichkeit betonen, warum der eigene Minister, warum der eigene Vorsitzende nicht Minister werden soll oder warum er unbedingt Minister werden soll, herrje. Und dann verzichtet Schulz auf das Amt des Außenministers, und ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, wahrscheinlich ab Dienstag ist er nicht mehr Vorsitzender. Sie warten also jetzt gar nicht mehr bis zum Parteitag, sondern in einer Präsidiumssitzung am Dienstag wird dann wahrscheinlich entschieden, dass Andrea Nahles kommissarischer SPD-Vorsitzende wird. Ich glaube, der Mann will einfach nur noch weg. Schade eigentlich, dass Schulz ganz aus der Bundespolitik verschwinden wird, wie ich glaube. Dadurch fallen auch solche Meldungen weg, wie ich sie dem Satiremagazin Der Postillion noch am Mittwoch entnehmen konnte. Da stand wörtlich, nach 10 Verhandlungen zur Großen Koalition werden nun erste Details zur Postenvergabe bekannt. SPD-Chef Schulz konnte sich das prestigeträchtige Ministerium für Verarsche, Wortbruch und Wählerbetrug sichern. Damit sind die drei Ressorts erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik in einem Superministerium vereint. Ja, wir werden heute viel diskutieren mit vier Ihnen vertrauten Kommentatoren und Kommentatoren und mit einem Neuling, den werde ich Ihnen dann auch vorstellen. Erstmal kommt aber der Mann zu Ihnen, der gerne mit gescheiterten SPD-Kanzlerkandidaten nach deren Karriereende auf Tour geht. Mit Peer Steinbrück war es ein Erfolg. Mal sehen, wie es mit Martin Schulz wird. Hier ist für Sie Kabarettist Florian Schröder. Beleidigung, Beleidigung, als würde ich in dieser Situation einfach mit Martin Schulz auf Tour gehen. Ich habe so viel Auswahl bei der SPD, ich mache ein Casting, wer mit mir auf Tour gehen darf. Nein, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es sind tolle Tage. Die Bild hat letzte Woche geschrieben zum Mitgliedervotum der SPD. Ausländer entscheiden darüber, wer in Deutschland regiert. Schade, dass Blome heute nicht da ist. Das finde ich sehr schade. Blome ist aber, lässt sich entschuldigen, ist im Urlaub. Augstein ist auch im Urlaub. Das war mir fast klar, dass die beiden auch zusammen Urlaub machen. Waldorf und Stadler des deutschen Journalismus.
irgendwo an einem Ort, wo es nett ist, Kuba oder so, wo demokratische Verhältnisse herrschen. Deswegen müssen wir es heute Abend ohne Blume machen, aber trotzdem war der Satz geil. Ausländer entscheiden darüber, wer in Deutschland regiert. Und Dreijährige entscheiden darüber, was Papa in der Zeitung sagt. Ich habe mich extra heute, diese Woche, seit dieser Aussage nicht mehr rasiert. Ich möchte heute Vormittag hier der Mann mit den Haaren im Gesicht sein. Danke. Und wenn Sie gleich diese glatt rasierte Runde hier sehen, dann wissen Sie auch, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Der Mann mit dem Haaren im Gesicht hat also angeblich die Tochter von Sigmar Gabriel im Interview gesagt. Sie hat damit über die Zukunft des Ministers entschieden. Wobei man ja oft nicht so genau weiß, wer spricht bei der SPD. Die Kinder vom Minister oder doch Andrea Nahles? Ja. Rhetorisch relativ nah beieinander. Ich muss sagen, ich war enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht von Gabriel über diesen Satz seiner Tochter mit den Haaren. Also das ist doch schwach, muss man doch mal sagen. Für den ehemaligen Pop-Beauftragten der SPD ist das doch keine Vorbereitung auf das Leben für ein Kind. Dem Kind zu sagen, sag, dass das nicht gut ist, Papa, wenn du in Berlin mit Schulz, dem Mann mit den Haaren im Gesicht bist. Das ist doch keine Vorbereitung. Was soll das Kind sagen, wenn es mal in Berlin Mitte ankommt und die ganzen Hipster mit den Bärten trifft? Was ist denn dann los? Was soll das Kind sagen? Der Mann mit den Haaren im Gesicht hat aber viele Brüder oder was? Ja? Abgesehen davon gibt es einen großen Zusammenhang zwischen Hipstern und SPD. Beide sehen vollkommen aus der Zeit gefallen aus und alles, was sie tun, kann nur ironisch gemeint sein. Und jetzt geht's drunter und drüber. Heute in der Welt am Sonntag die Retourkutsche auf die kleine Tochter von Sigmar Gabriel, nämlich die große Schwester von Martin Schulz, sagt, die SPD sei umgegangen mit ihrem kleinen Bruder wie nichts Gutes. Es sei eine Schlangengrube für ihren Bruder gewesen. Ich erwarte stündlich Statements der Witwe von Willy Brandt. Ich erwarte Loki aus dem Himmel. Ich erwarte Andrea Ypsilanti mit einem großen Interview. Leute, die man jetzt hören will. Man muss wissen, was Sache ist. Die SPD ist die größte Soap-Opera überhaupt. Ich muss sagen, ich habe dieses Rote Rosen jahrelang unterschätzt. Das ist die Soap. Ja, Sturm der Liebe ist nichts dagegen. Es ist großartig. Man kann einfach nur zugucken. Und es ist so paradox. Die SPD hat die größten Erfolge eingefahren im Koalitionsvertrag und zerlegt sich jetzt selbst. Es ist so bitter. Statt mal zu feiern, scheitern sie an sich selber, an ihrer Identitätskrise und bereiten meiner lieben Freundin mal wieder den Boden. Ja? Sie muss nichts tun. Da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen CDU und SPD. In der CDU musst du nichts machen in den Koalitionsverhandlungen. Du bringst keinen einzigen Erfolg mit. Du saßt einfach nur da und hast gesagt, ich guck mal, was der Schulz sagt, ich guck mal, was der Seehofer sagt. Und am Ende sage ich, ja, genau, wird schon, gucken wir mal, ja. Mal gucken, Ende. Mehr wird nicht getan. Und trotzdem bleibst du einfach im Amt. Bei der SPD schaffst du Erfolge, bringst die mit nach Hause und wirst dann aufgrund der Erfolge, die du nach Hause gebracht hast, abgesägt. In der CSU wirst du dann Minister, wenn du definitiv keine Ahnung hast von dem, was du in Zukunft machen sollst. Und ja, ich meine den neuen Blut- und Bodenminister Horst Seehofer, liebe Freunde. Ja. Innen- und Heimatministerium in einem. Ist das nicht geil? Klar, Heimat ist angesagt, natürlich, ja. In einer Zeit, in der die Globalisierung so eine große Rolle spielt, fühlen sich die Menschen heimatlos. Es gibt heute keine Heimat mehr. Fernsehen sind Serien zum Streamen. Das Zuhause ist da, wo das Büro ist. Ja. Natürlich, viele sind auf der Suche und da werden Parteien schnell zu Special Interest Verteidigungen für Schollenverteidiger. Es gibt mittlerweile die Yoga-Partei, es gibt die Partei bibeltreuer Christen, es gibt die Tierschutzpartei, bald auch die Partei für Leute ohne Tattoos. Wobei davon auszugehen ist, dass die keine Mitglieder mehr haben wird. Das wird das Problem sein. Wieso brauchen wir da Seehofer als Heimatminister? Der Typ ist nicht mal Jurist, er hat keine Ahnung von dem, was er im Innenministerium machen soll, ist aber trotzdem Minister geworden. Und ich dachte, Inkompetenz sei im Verteidigungsministerium Einstellungsvoraussetzung. Ja.
Wenn man sich einen kleinen Vorgeschmack geben will auf das, was Seehofer demnächst umsetzen wird als Innenminister, reicht ein Blick nach Bayern. Dort wurde gerade im Landtag zum ersten Mal das neue Polizeigesetz in erster Lesung diskutiert. Das stammt von Seehofers CSU. Seehofer will in diesem Parteigesetz in Bayern die Polizei zu einem neuen Geheimdienst umbauen. Die Polizei soll in Bayern in Zukunft auf Demonstrationen grundlos mitfilmen dürfen. Präventiv darf die Cloud von Menschen durchsucht werden, es dürfen Dateien gelöscht werden und die Post darf einfach so präventiv durchsucht werden. Wenn Seehofer mit dem Polizeigesetz in Bayern durchkommt, dann agiert die Polizei bald auf dem Niveau von Facebook. Das ist das, was wir von Seehofer zu erwarten haben. Und aus der SPD wird kein Widerspruch kommen. Die SPD hat ja auch in den letzten Jahren nie widersprochen, wenn es um Sicherheitsgesetze ging. Thomas de Maizière hat ja schon hier am Berliner Bahnhof Südkreuz die Gesichtserkennung ausprobiert. Hat keinen gestört, hat keiner protestiert. Die meisten haben gesagt, ach komm, ich steig aus der S-Bahn, ich erkenne mich oft morgens selber nicht. Schön, wenn ich wenigstens de Maizière erkenne. Hat keinen aufgeregt und die SPD hat bisher nicht widersprochen. Sie wird es auch in Zukunft nicht tun. Sie wird das schön in der großen Koalition alles durchwinken und sagen, ach ja, mal sehen, wird schon. Immerhin sieht man an Schulz und Gabriel, dass die SPD ihre eigenen Leute mittlerweile genauso schlecht behandelt wie die eigene Wählerklientel. Ja? Und das ist doch auch eine schöne Nachricht. Und es gibt einen Trost, gerade für Martin Schulz, der Mann mit den Haaren im Gesicht. Es gibt einen ernsthaften Trost. Er ist nicht der erste Mann mit Haaren im Gesicht, den die SPD unter aller Sau abserviert. Denken wir 1995 an Rudi Scharping auf dem Mannheimer Parteitag. Weggewischt worden, hat danach immerhin eine große Karriere gemacht. Ja. Fährt heute Fahrrad und ist der Fahrradchef. Rudi Scharping, weg. Ja. Danach Kurt Beck, auch rasiert worden, auf dem Treffen in Schwielosee, auch weg gewesen, auch so ein Mann mit Bart. Außerdem stammt von Kurt Beck der Tipp für Martin Schulz und seine Zukunft. Waschen und rasieren und in 3 Wochen hast du einen Job. Ja? Deswegen. Es war ja nicht umsonst, dass der große Parteitag der SPD, wo sie sich dafür ausgesprochen hat, in die großen Koalitionsverhandlungen zu gehen, in Bonn stattgefunden hat. Historischer Ort, direkt neben dem Haus der Geschichte. Man hat es dort gemacht, weil man wusste, da kann man Schulz gleich ausstellen. Direkt danach. Da in Bonn, in Bad Godesberg, ist die SPD zur Volkspartei geworden. Da kann sie es auch wieder bleiben lassen. Und das Schlimme ist, dass die SPD eigentlich die Chance gehabt hätte, Geschichte zu schreiben. Gerade jetzt. Warum hat Schulz am Tag nach der Wahl gesagt, keine große Koalition? Warum? Warum ist man 2 Legislaturperioden lang an der Seite der Kanzlerin als Juniorpartner und lernt nicht die erste Lektion? Und die erste Lektion ist, Festlegung ist Mist, Offenhalten in alle Richtungen, darum geht es. Sagen, naja, vielleicht große Koalition, vielleicht Opposition. Ihren Satz sagen, weiß nicht so genau, wird schon, mal gucken, ja, mal sehen. Abwarten und dann, als Jamaika gescheitert ist, dann aus der Ecke kommen und sagen, so Freunde, natürlich machen wir die große Koalition, schon allein aus staatspolitischer Verantwortung. Aber, liebe CDU, nur ohne Merkel. Dann hätte die CDU gesagt, danke, liebe SPD, für diese historisch einmalige Chance. Wir sind dabei. Aber, liebe SPD, nur ohne Schulz. Und dann hätte die SPD gesagt, danke, liebe CDU, für diese historisch einmalige Chance. Wir sind dabei. So schreibt man Geschichte. Dankeschön. Florian Schröder, vielen Dank. Er kommt ja nachher noch mal wieder. Damit kommen wir zu unseren Kommentatorinnen und Kommentatoren. Als erstes die Frau, die schon vor dem Ende der Koalitionsverhandlungen und vor dem sogenannten Schulzbeben auf Radio 1 sagte, die SPD ist zum Problembär in der deutschen Parteienlandschaft geworden. Hier ist für Sie die Berliner Journalistin Brigitte Fährle. Jetzt freue ich mich auf die Frau, die gerade in einem Kommentar über die SPD geschrieben hat. Und tschüss, Martin Schulz. Möchte man von einer Partei regiert werden, die so mit ihrem einstigen Hoffnungsträger umspringt? Ich jedenfalls nicht. Hier ist für Sie die politische Korrespondentin der Taz, Bettina Gauss. Applaus
Dritter in der Runde ist der Mann, dessen Buch Die Kampagne im März erscheint, in dem er über seine Erlebnisse hinter den Kulissen des Wahlkampfes von Martin Schulz berichtet. Die Älteren werden sich dann noch an ihn erinnern. Er twitterte aber in dieser Woche, als alle über die SPD redeten, ein Mitgliederentscheid der CDU wäre jetzt interessant, fast noch interessanter als der andere. Hier ist für Sie der politische Autor vom Spiegel, Markus Feldenkirchen. Vierter in der Runde ist der angekündigte Neuling im Radio 1 Kommentatoren-Talk. Er ist politischer Publizist, Jurist und Politologe. Er wurde in Ingelheim am Rhein geboren, lebt aber seit 1989 in Berlin. Zuletzt hat er immer wieder die Jusos für ihre Anti-GroKo-Kampagne kritisiert. Hier ist für Sie der Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Komplettiert wird die Runde von dem Mann, der schon am Tag nach der Bundestagswahl übrigens hier im Tippi am Kanzleramt sagte, weg mit dem Schulz. Seitdem hat er keine Gelegenheit ausgelassen, gegen Schulz zu wettern. Kürzlich sagte er in einem Radiointerview, Führungskrise, dein Name ist Schulz. Hier ist für Sie, wahrscheinlich kommt er jetzt jubelnd und im Konfettiregen hier rein, weil er gewonnen hat, der Kolumnist der Berliner Morgenpost, Hajo Schumacher. Oh, und es lohnt sich allein deswegen, auf radio1.de zu gehen und den Videostream zu gucken, damit man sieht, dass Hajo Schumacher neuerdings einen Hipsterbart trägt. Haare im Gesicht. Damit wir alle in Stimmung kommen, sehen oder hören wir uns ein paar Ereignisse der vergangenen Tage doch nochmal an. Deutschland 2017. Der Erneuerungsprozess der SPD ist in vollem Gange. Ein Mann will die SPD in die Opposition führen. Oder irgendwo anders hin. Jedenfalls nicht in die Regierung. Ich strebe keine große Koalition an. Ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Schwarz, Grün, Rot. Ich strebe auch kein Kenia an. Ich strebe auch keine Neuwahlen an. Ich strebe gar nichts an. Doch dann kam er und machte alles kaputt. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Also musste nun doch die alte Tante SPD mal wieder ran. Staatspolitische Verpflichtung und so. Also geht die SPD doch in die Regierung. Aber eins wird Martin Schulz ganz sicher nicht tun. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie eintreten. Ein Mann, ein Wort. Ich habe mich entschieden, in die Bundesregierung einzutreten, und zwar als Außenminister. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, dass Martin Schulz erneut mal wieder seine Meinung geändert hat. Martin Schulz hat uns allerdings hoch und heilig versprochen, dass es bis zur Ausstrahlung dieses Clips keine weiteren drastischen Personalentscheidungen geben wird. Genossen, was haltet ihr denn eigentlich davon, dass ich die Andrea Nahles für geeignet halte? Frage an Frau Nahles, was können Sie besser als Vorsitzende als Ihr Vorgänger? Stricken. Da steht die geballte Kompetenz der SPD. Was sagt der Koalitionspartner zu dieser Personalie? Passt schon. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben... Okay, an dieser Stelle geben wir lieber zurück ins Tipi. Ja. Lassen Sie uns alle zuerst natürlich über die SPD reden. Herr von Lucke, unter welchen Voraussetzungen hätte Martin Schulz doch Bundesaußenminister werden können? Ersichtlich unter keinen mehr. Und das macht es so spannend. Wir dürfen das nicht zu sehr personalisieren auf Schulz, sondern wir müssen uns angucken, welchen Aufruhr in der Basis es gegeben hat. Es ist ja weit mehr, und das macht die ganze Woche so sensationell, es ist ja weit mehr als eine Personalstory von Martin Schulz. Es ist eine Rochade, es war der Versuch, die ganze SPD-Führung neu aufzustellen. Und das wirkte auf den ersten Tag ziemlich sensationell. Martin Schulz war nützlich, um Sigmar Gabriel als Außenminister zu verhindern. Andrea Nahles, Olaf Scholz schien das neue Zentrum zu sein, von einem Tag auf den anderen. Und danach gab es einen Aufstand der Basis, sowohl der SPD-Mitgliedschaft, aber auch in weiten Teilen der Bevölkerung, der die Führung sofort hat einsehen lassen, dass dieser Außenminister nicht haltbar ist. Und deswegen ist das ein viel grundsätzlicheres Phänomen. Wir haben so etwas wie ein Scheitern eines neuen Führungsauftritts. Und die Frage, die sofort im Raum ist, wer führt jetzt in Zukunft diese SPD? Das heißt, Martin Schulz war ersichtlich, ob der Abwehr in der Bevölkerung und in der SPD-Mitgliedschaft nicht mehr haltbar. Denn die große Sorge, die über allem stand, war die Frage, kriegen wir jetzt unseren Mitgliederentscheid überhaupt noch durch? Ja.
Wollten Sie schon was dazu sagen? Ich wollte sagen, der Kollege hat recht. Ich wollte Brigitte Ferle vor allem fragen, was ist eigentlich mit unserer politischen Landschaft los? Dass Martin Schulz, der vor... Heil Schumacher, bitte meine Fragen nicht kommentieren heute. Ja? Warum nicht? Das wäre ganz neu. Martin Schulz, der vor einem Jahr mit 100% zum Spitzenkandidaten und Vorsitzenden der SPD gewählt wurde, der, muss man ja auch sagen, für die SPD ein richtig gutes Ergebnis in den Koalitionsverhandlungen rausgeholt hat. Jetzt der Depp der Nation ist und vom Hof gejagt wird. Die Frage geht an Brigitte Ferle in diesem Fall. Naja, das ist ja in der SPD nichts Neues. Ne? Also ich habe was Kleines vorbereitet für heute. Ich wollte das eigentlich später erst einbringen, aber ich glaube, es passt jetzt ganz gut. Als 1973 Kohl Parteivorsitzender der CDU war, war Willy Brandt Parteivorsitzender der SPD. Dann wurde es Vogel, dann Engholm, dann Rau, dann Scharping, dann Lafontaine, dann Schröder, dann Müntefering, dann Platzek, dann Beck, dann Steinmeier, dann wieder Müntefering, dann Gabriel, dann Schulz und jetzt Nahles. Das sagt alles über den Zustand der SPD. Aber es ist doch nichts Schlimmes. Hajo Schumacher. Carlo Ancelotti kam zu den Bayern als Wundertrainer. Alle dachten, wow, endlich wird's wieder was mit der Champions League. Und man hat nach relativ kurzer Zeit festgestellt, es funktioniert nicht. Und dann gibt es einen neuen Trainer. Genauso ist das bei einer politischen Partei auch. Ja, aber Bayern hat jetzt nicht alle dreiviertel Jahre einen neuen Trainer. Aber es gibt Vereine, die haben das zumindest versucht. Es ist doch auch gar nichts Schlimmes, dass jemand in Führungsverantwortung kommt, in einen Beruf, den man nicht lernen kann. Man kann SPD-Vorsitzender nicht lernen. Es ist ein Experiment am offenen Herzen. Oh, der so, Schulzversteher hier und heute. Guckt ihr, ja, nein, das hat nichts mit Schulzversteher zu tun. Aber Kurt Beck war auch so eine sensationelle Fehlentscheidung. Wir dachten alle, oh, jetzt kommt das Urgestein aus Rheinland-Pfalz, der mit den Leuten und so weiter, hat sensationell nicht funktioniert. So, das heißt, dieser Wärmestrom, das, was Franz Müntefering noch so drauf hatte, Schröder mit seiner Bulligkeit, das muss man können. Und Schulz muss man einfach auch mal festhalten, das ist auch gar nichts gegen den Menschen Schulz, aber er war kein SPD-Vorsitzender. Und das hat man in dem Moment, und ich meine, Markus Feldenkirchen hat doch in einer 20-seitigen Geschichte im Spiegel uns haarklein erklärt, warum er es nicht kann. In jedem einzelnen Satz stand drin, ich kann nicht, ich will nicht, die finden mich doof und von Politik habe ich eigentlich auch keine Ahnung. Die interessante Frage, die ich mir stelle, ist, wie niedrig... Der letzte Satz ist nicht gefallen. Die wirklich besorgniserregende Frage ist doch, wie niedrig liegt eigentlich die Latte in Brüssel, dass man da Superstar werden kann, um dann in Berlin krachend zu scheitern. Das erklärt Oettinger. Frau Gauss, wir haben es ja gerade gehört, Sie haben sich sehr kritisch über den Umgang der SPD mit Ihrem einstigen Hoffnungsträger geäußert. Was stört Sie denn am meisten? Ich finde, so kann man mit Menschen nicht umgehen. Also es ist ja nun relativ kleine Münze, wieder mal darauf hinzuweisen, dass er das nicht konnte als Kanzlerkandidat, dass er dramatische Fehlentscheidungen getroffen hat als SPD-Vorsitzender. Also könnte ich die Sendezeit füllen und jeder von uns könnte das, aber was soll's. Der Punkt ist, die Idee, ihn jetzt dann doch Außenminister werden zu lassen, das war so ein klassisch, das wirkte elegant, war aber in Wahrheit schlaumeierisch und hat eben wirklich so nicht funktioniert. Und die war das Ergebnis, das klassische Ergebnis von vielen, vielen Nachtsitzungen in irgendwelchen Runden, wo man sagt, wie machen wir es denn jetzt? Wie kriegen wir den Gabriel los und behalten dich gesichtswarnt und okay. Und in der ganzen Zeit ist niemandem eingefallen, eine Lösung, die ihm Würde gelassen hätte, also zum Beispiel ihn noch ein Jahr SPD-Vorsitzender sein zu lassen, was wäre denn schlimm gewesen daran? Was ist daran würdig? Alle wissen's. Also ich rede ja nicht davon, also nachdem er sich dann hingestellt hat und gesagt hat, ich werde Außenminister, war es vorbei. Aber wenn er einfach SPD-Vorsitzender geblieben wäre, jetzt hat man wirklich das Gefühl, er wird wie ein Hund vom Hof gejagt. Zweitens habe ich das Gefühl, ich weiß, die Frage ist abgedroschen, aber man fragt sich ja wirklich, was die im SPD-Vorstand rauchen. Also da ist ja... Das ist ja nicht nur Martin Schulz, das ist ja kollektiver Wahn, der da vorherrscht, völlig abgehoben von dem, was sich insgesamt sonst so an der Basis und in der Bevölkerung ereignet. Ein Beispiel,
ich weiß gar nicht, ich finde das keine gute Idee, aber es gibt jetzt laute Rufe nach der Urwahl des oder der neuen Vorsitzenden. Was ist die Sofortreaktion des Vorstands? Dienstag setzen wir Frau Nahles kommissarisch ein. Das wird jetzt sicher die Basis begeistern. Und von Leuten, die nicht mal es schaffen, im Hinterzimmer, in ernsthaften Gesprächen, im engsten Führungskreis zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, von denen möchte ich nicht regiert werden. Letzter Satz, ich bin monatelang rumgelaufen und habe rumgeschrieben und gesagt, ich bin für eine große Koalition, auch wenn sie uninspiriert ist, langweilig und sonst was, aber Stabilität, Stabilität. Wenn ich SPD-Mitglied wäre, jetzt würde ich dagegen stimmen. Für also Neuwahl? Ich habe einfach keinen... Also das geht Neuwahl? Nicht mehr. Neuwahlen? Dann müssen es halt notfalls Neuwahlen sein. Okay, also Markus Feldenkirchen will direkt was dazu... Und ich bin keine Freundin von Neuwahlen. Markus Feldenkirchen möchte direkt was dazu sagen, ohne dass ich eine Frage stelle. Ja, das kann ich sehr gerne. Also, was ich vorbereitet hatte... Nein, ich glaube, dass... ich bin gerade seit der letzten Woche, trotz des für die SPD ziemlich erfolgreichen Ergebnisses, und obwohl es eigentlich eine Riesendebatte innerhalb der Union gerade gibt, wie hat eigentlich die Kanzlerin quasi das letzte Hemd hergegeben, nur damit sie noch eine Amtszeit hinzubekommt. Ich bin mittlerweile, gerade seit der letzten Woche, noch skeptischer, dass es überhaupt zu dieser großen Koalition kommt, dass die SPD-Mitglieder dem zustimmen, weil auch wir Journalisten, aber auch die SPD-Führung hat sich in den letzten Tagen nur auf das Glaubwürdigkeitsproblem von Martin Schulz konzentriert. Mhm. Er hatte ein persönliches, wegen dieser Aussage, ich gehe nicht in eine große Koalition mit Angela Merkel als Minister. Das war also dieses Konkrete, wo man sagen kann, haha, hihi, gelogen. So, deshalb war das offenkundig alles nicht durchhaltbar. Ich glaube aber, dass die Stimmung in der SPD, nicht nur unter Funktionären, sondern auch vielen Mitgliedern, mittlerweile so gegen die eigene Führung ist. Nicht speziell gegen Martin Schulz, sondern gegen die alle. Gegen den Schwenk, zum einen das zu versprechen, wir gehen in die Opposition, jetzt verhandeln sie doch. Dieser Eindruck, es geht allen nur um Posten, der ist tief verankert. Und, und das, was in einem ersten Aufschrei auch von vielen von uns geschrieben wurde, das ist jetzt die Erneuerung, das ist der Generationswechsel, dass Andrea Nahles dort jetzt an der Spitze ist. Ich glaube, diejenigen, die sich mehr mit der SPD beschäftigen, die wissen ganz genau, dass gerade Andrea Nahles für eine Art des Politikmachens steht, für einen Führungsstil, der in der Partei, die wirklich mittlerweile überdrüssig sind. So diese Hinterzimmerpolitik, das mag alles professionell sein. Und Andrea Nahles ist sicherlich eine integre Person. Aber das Ressentiment gegen die da oben in der eigenen Partei, das ist viel breiter als nur gegen den glücklosen Ex-Vorsitzenden Martin Schulz. Albrecht von Lucke. Ich würde Markus Feldenkirchen da recht geben. Ich befürchte aber, oder sage, drück es anders aus, ich befürchte, dass er recht hat. Ich hoffe aber inständig, und ich bin sogar der Meinung, es wäre nur gut, wenn die Partei jetzt begreifen würde, dass nach dem Abgang von Martin Schulz der eigentliche größte Glaubwürdigkeitsverlust beseitigt ist. Und ich glaube auch in der Tat, dass jetzt die Option auf die Leistungen der SPD in den Koalitionsverhandlungen möglich ist. Das ist ja das eigentliche machtstrategische Dilemma gewesen. Die Führung der SPD hoffte noch am Mittwoch, Donnerstag, dass sie in der Lage sein könnte, diese drei Posten fast machiavellistisch ihrer Basis wie auch der Bevölkerung zu verkaufen, zu sagen, wir haben Grandioses herausgeholt. Das muss man sich übrigens auch mal vorstellen. Haben Sie auch. Es ist grandios. Absolut. Dergestalt, weil sie das Gleiche erreicht haben wie im Jahre 2005. Diese drei Posten, Finanzen, Äußeres, Soziales und Arbeit, haben sie im Jahre 2005 das letzte Mal erreicht, mit dem kleinen Unterschied, damals hatten sie 35% der Stimmen, heute sind es 20%. Das zeigt, um es zuzuspitzen, wie die CDU zur Konzession bereit ist, wie die Kanzlerin geschwächt ist. Darüber und jetzt ist der Punkt, ich will das nur gerade zum Ende bringen. Jetzt hoffe ich, das wollen jetzt, viele hoffe ich, jetzt hoffe ich, und ich sehe übrigens auch erste Anzeichen dafür, ich sehe selbst bei den Jusos erste Anzeichen dafür, dass die apolitische Debatte, die es in Teilen der SPD, gerade auch der Jusos gibt, und das ist das, was Markus Feldenkirchen sagt, eine absolute Bereitschaft zu sagen, wir müssen aus jeder politischen Verantwortung raus,
Wir gehen eigentlich fast zurück vor die Regierungsbereitschaft der SPD, dass diese Lage jetzt es ermöglicht, auf die Leistungen in den Verhandlungen wie in der Ämterverteilung zu gucken. Und dann muss die SPD begreifen, dass sie bei Neuwahlen auf 15% absacken würde und sofort die Schlacht mit der AfD schlagen würde. Jetzt sagt dann, glaube ich, sagt die Mehrheit der Leute ja. Jetzt sagt Brigitte Fährle was dazu, dann Hajo Schumacher und dann ich. Ich würde energisch widersprechen der These, dass das größte Glaubwürdigkeitsproblem vorbei ist. Ich habe ja diese Liste vorhin nicht umsonst vorgelesen. Ich wollte damit sagen, jeder SPD-Vorsitzende ist im Grunde genommen an diesem Glaubwürdigkeitsproblem und an dem Misstrauen der Basis und an dem Misstrauen innerhalb der Führung gescheitert. Es ist ein wesensimmanenter Vorgang innerhalb der SPD, dass man den Vorsitzenden nicht traut und dann wechselweise die Basis gegen die Führung oder die Führung gegen die Basis aufwiegelt. Und wenn man sagt, das Glaubwürdigkeitsproblem ist vorbei, Andrea Nahles war an diesem Deal mit Schulz beteiligt. Sie hat das gestützt, der ganze Parteivorstand hat das gestützt, einen Parteivorsitzenden sich vor die Presse stellen zu lassen oder vor die deutsche Öffentlichkeit stellen zu lassen und zu sagen, ich habe zwar vor Wochen gesagt, ich werde niemals Außenminister, aber jetzt will ich unbedingt Außenminister werden. Diese unmögliche Situation hat die gesamte Parteiführung mitgetragen. Andrea Nahles hat daneben gestanden und hat genickt. Warum? Weil sie Profiteurin ist dieser Sache. So. Dann wird gesagt, ein Satz noch. Dann wird gesagt, wir reden jetzt nur noch über Inhalte und die Personalien, die kommen dann, erst nach dem Mitgliederentscheid. Als erstes gibt der designierte Finanzminister, der ja angeblich schon feststeht, ein Interview und redet über Finanzpolitik und die schwarze Null. Das ist alles mieser Stil und da kann eine Partei einfach nicht mitmachen und das ist nicht mit einer Personalfrage gelöst, sondern da gibt es eine tiefe Krise, eine Identitätskrise und ein Durcheinander, das, wo ich überhaupt im Moment gar nicht sehe, wer oder wie das geordnet werden kann. Aber es hatte ja einen Anfang. Die ganze Geschichte, die Diagnose teile ich, aber der Anfang war am 24. September 2017. Da geht ein Spitzenkandidat und SPD-Vorsitzender mit einem historisch miesen Ergebnis aus der Wahl. Und es hat nur eine einzige vernünftige Konsequenz, nämlich noch am Abend zu erklären, ich übernehme die Verantwortung, zweiter Teil des Satzes, und trete zurück. Und dazu muss ich, um Hajo Schumacher zur Seite zu springen, das hat Hajo Schumacher hier am 25. September genauso gefordert. Aber das ist eine völlig klare, ich sage nur noch mal Ancelotti, ja, wenn ich mit den Bayern nicht Meister werde, übernehme ich die Verantwortung und trete zurück. Soll es ein Neuer machen, so gehört sich das. Das ist das Wesen der Demokratie, wenn einer scheitert, kommt der Nächste. Ancelotti ist nicht zurückgetreten, wurde gefeuert. Ja, aber. So, genau wie Schulz jetzt. Und das Problem ist, dass da die Ursache des ganzen Schlamassels war. Der gesamte SPD-Vorstand, die ganzen Granden haben alles, was sie getan haben, immer um diesen untoten Martin Schulz drum. Irgendwie mal gucken, ja, okay, dann bleibt er noch ein bisschen Vorsitzender und ja, okay, dann irgendwie kriegen wir das. Hey, warum spricht denn keiner offen mit dem Mann und sagt, hallo Martin, sorry, das war's. Ja, das ist völlig normal, dass du jetzt zurücktrittst. Wir können mal gucken, ob jetzt hier bei der, nicht Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung ist vielleicht noch ein schöner Posten. Irgendwo, Brüssel kennst du ja, da ist schon auch sowas mit Kultur und so. Also da hätte sich ja schon was gefunden und dann hätte man sich gleich vernünftig aufgestellt. Die Koalitionsverhandlungen, dass wir gehen in die Opposition rein oder raus. Das Unheil nahm am Wahlabend seinen Lauf. Und das ist das Problem dieser SPD-Leute, sie können immer nur übereinander reden. Siehe dieses Interview von Sigmar Gabriel diese Woche mit der grandiosen Funk-Mediengruppe. Er sagt nicht zu seinem Kumpel Martin, ey, ne, sondern es wird ein Interview gegeben, der Mann mit den Haaren im Gesicht. Und dann wird es schon wieder eklig. Es hat Methode. Markus Feldenkirchen. Nein, nur kurzer Nachtrag. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ist zurzeit noch Kurt Beck geparkt. Oh, okay. Gut, Steinmeier. Ich würde das Thema Martin Schulz jetzt auch gleich gerne beenden und dann weiter auf die Zukunft der SPD gucken. Und dazu will Bettina Gauss bestimmt auch noch was sagen. Aber eine Martin-Schulz-Frage muss natürlich noch sein, wenn wir hier jemanden haben, der Martin Schulz monatelang im Wahlkampf begleitet hat. Im März erscheint ja ein Buch zu diesem Thema von Markus Feldenkirchen mit dem dann für mich dann doch unerwarteten Titel Die Kampagne Martin Schulz und die Sehnsucht nach einer ehrlichen Politik. Erstens, was wird aus dem Buch? Und zweitens, ist da alles schiefgelaufen in diesen 12 Monaten für Martin Schulz? Sie waren ja wirklich eine lange Zeit dabei.
Sagen wir so, diese durchaus dramatische Geschichte hat jetzt ein klares Ende gefunden. Das muss für das Buch nicht schlecht sein. Beim Titel denken wir nochmal drüber nach. Totes Holz. Sowohl das Papier als auch also, das Objekt. Hajos Vorschläge notiere ich mir gleich. Ich glaube, also ich hoffe, es wird ein sehr interessantes Buch. Ich aktualisiere es gerade und zu dem lustigen, wenn du mich heute in Frieden lässt, dann mache ich eine Vorbestellung. Ja, Sie lachen jetzt alle, aber ich glaube, der Vorteil, ich weiß nicht, ob es stimmt, müssen auch nichts zu sagen, aber Sie müssen jetzt nicht mehr so viele Rücksichten nehmen. Das könnte ein Vorteil sein. Ja. Genau. Und meine Frage wird aber auch noch beantwortet. Die Sehnsucht nach der glaubwürdigen Politik war ja durchaus doppeldeutig angelegt. Das war ja auch sein Problem auch. Warum gerade er mit dieser Falschaussage so in den Fokus geraten ist. Er ist natürlich angetreten und hat sich selber so präsentiert, von wegen, ich mache eine ehrlichere Politik, ich trete authentischer auf und so. Und jemand, der sich so exponiert, von Olaf Scholz finden Sie solche Zitate nicht, der ist da vorsichtiger, zurückhaltend. Jemand, der sich so exponiert, für den ist dann, wenn er in ähnliche Verhaltensmuster wie andere Politiker verfällt, das natürlich er wird doppelt hart dafür bestraft. Mhm. Bettina Gauss wollte was sagen, bevor ich Sie unterbrochen habe. Im Grunde genommen bezog ich mich eher auf Hajo Schumacher. Die Analyse halte ich ja für völlig richtig. Du sagst, der ganze Vorstand war beteiligt. Das Glaubwürdigkeitssystem und auch, was Brigitte Ferder gesagt hat, das Glaubwürdigkeitsproblem ist mitnichten gelöst. Was ich nur nicht verstehe, ist, warum du dann trotzdem sagst, haben wir ja Zeit über Inhalte, sachgrundlose Befristung beispielsweise. Habe ich nie gesagt. Nein, aber du hast schon gesagt, du willst nach wie vor die große Koalition. Warum du nicht... Darf ich trotzdem ganz kurz zu Ende von Lucke? Danke. Mich nur artig melden. Wie bei Maischberger. Er zieht eine Wartemarke, das ist quasi die Idee. Ich versuch's nochmal. Also große Koalition. Ich versuch's wirklich nochmal. Dass natürlich Inhalte wichtiger sind als Personalfragen, aber man kann ja die Inhalte nicht völlig vom Personal trennen. Und die Vorstellung, dass diese Führungsspitze jetzt richtig tragende Verantwortung übernimmt. Ja, Neuwahlen sind eine grässliche Vorstellung. Ich habe auch eine Vorstellung, dass die AfD dramatisch an Stimmen gewinnen wird. Aber irgendwann muss ein gordischer Knoten dann auch mal durchhauen werden. Die Unlust an dieser neuen Regierung ist in der Gesamtbevölkerung, bei der SPD-Basis, bei der CDU-Basis und bei vielen anderen Leuten noch so groß, dass die eigentlich gar nicht mehr anders können als scheitern. Und das ist etwas, was ich mehr bedauere, als ich mir je hätte vorstellen können. Aber ich sehe es einfach nicht. Nicht mit diesen Leuten. Ja, liebe Bettina Gauss, ich finde das fast schon apolitisch, was Sie hier formulieren. Ich muss Ihnen wirklich sagen, auch vor dem Hintergrund dessen, was passiert ist, wir malen uns plötzlich idealtypische Zustände aus. Wir haben ein politisches Personal. Und Hajo Schumacher hat das zu Recht gesagt, wir haben es übrigens alle am 24., 25. gefordert, dass natürlich, wenn es mit moralisch integren Zuständen zuginge und wunderbar moralischen Kategorien, Martin Schulz hätte zurücktreten müssen. So funktioniert Politik aber nicht. Politik ist ein Machtspiel. Und man muss zur Kenntnis nehmen, dass in der SPD noch am Abend des 24. September keiner da war, der Martin Schulz zum Rücktritt veranlassen konnte. Und das ist die Schwäche der gegenwärtigen SPD-Führung. Das hat aber mit der Frage der Notwendigkeit des Zustandekommens von Koalitionen meines Erachtens überhaupt nichts zu tun. Ich verstehe deswegen Ihr Argument auch nicht, Frau Gauss. Sie haben über Monate, ich finde völlig zu Recht gesagt, wir haben gegenwärtig gar keine andere Konstellation als die Große Koalition, die sinnvollerweise dieses Land regieren könnte. Und dieser Zustand ist mit der letzten Woche dramatisch radikalisiert und schwieriger geworden. Wenn wir uns heute bewusst machen, zum heutigen Tage bei Neuwahlen würde diese Große Koalition voraussichtlich die Mehrheit gar nicht mehr bekommen. Der eigentliche Nutznießer des heutigen Tages, dieses Streits der letzten Woche, wäre bereits jetzt in ziemlich dramatischem Maße die AfD. Mhm. Wenn Sie das akzeptieren wollen, Frau Gauss, dann können Sie sagen, lassen Sie uns Neuwahlen machen. Ich bin der Meinung, wir müssen akzeptieren. Das ist ja die Konsequenz, Frau Gauss. Die SPD würde rasend. Und das muss man übrigens auch der SPD-Mitgliedschaft durchaus mal sagen. Das sollte man den Jusos sagen. Die SPD würde bei diesem Zustand der Partei die 20,5%, die Martin Schulz gerade noch erzielen konnte nach dem desaströsen Wahlkampf, würde diese SPD niemals mehr bekommen.
Sie wäre sofort bei 15, 17, sie könnte sich mit der AfD um Platz 3 kloppen. Zwei, Entschuldigung. Ja. Der Platz 3, der 2 Platz. Das sagen so. Ja auch und jetzt einige kommt der, Leute der SPD-Basis. Ja, deswegen verstehe ich Sie nicht, warum Sie jetzt dafür sind, dass Sie keinen, dass wir Neuwahlen bekommen. Und jetzt der entscheidende, und jetzt der entscheidende Punkt. Jetzt der entscheidende Punkt. Mir ist diese Vorstellung, die wir uns jetzt zu eigen machen. Ich habe es am Anfang ja gesagt, gleich meine erste Einlassung. Natürlich war das ein ganz kalkuliertes Machtspiel von Andrea Nahles gemeinsam mit Olaf Scholz, Sigmar Gabriel diese Woche auszuboten und Martin Schulz zum Außenminister zu machen. So funktioniert Politik. Sie sind damit jetzt dramatisch gescheitert. Das ändert natürlich aber nichts an der Tatsache und ich bin auch gespannt, wie es nächste Woche weitergeht, ob die Lösung jetzt darin bestehen könnte. Ich mal zwei Optionen aus, die liegen ja auf der Hand. Wenn die SPD-Spitze bei völligem Altruismus von Frau Nahles und Herrn Olaf Scholz am nächsten Dienstag sagen würde, wir bilden die stärkste Truppe, die da existiert, und sie würden alle eigenen Machtambitionen zurückstellen und sagen, wir machen Sigmar Gabriel wieder zum Außenminister, dann wäre in gewisser Weise ziemlich Ruhe im Karton. Ich bin nicht der Meinung, dass das unbedingt die logische Lösung wäre. Ich sehe die menschlichen Gründe es nicht. Aber dann wäre diese Frage beantwortet und die SPD könnte mit einem neuen Personaltableau ihre Inhalte verteidigen. Sie haben das aber clever jetzt gemacht ich, mit jetzt erstens ich aber, und zweitens. Jetzt kann und jetzt kommt der Punkt. Und jetzt kommt der Punkt. Sie werden das aber, Sie werden das aber, und das muss man auch als Normalität sehen, Sie werden es wahrscheinlich nicht tun, weil natürlich die Ambitionen von Andrea Nahles und Olaf Scholz, die es kaum noch einmal ertragen können, was ich gut verstehe bei einer Andrea Nahles, die 4 Jahre als Generalsekretärin unter Sigmar Gabriel gelitten hat. Sie werden sich lange, lange überlegen, ob sie diesen Sigmar Gabriel noch einmal in eine Position als Außenminister bringen, wo er der Liebling der Nation ist. Das ist die Politik und diese Frage wird in der nächsten Woche entschieden werden. Aber jetzt möchte Hajo Schumacher und dann möchte Brigitte Fährle was dazu sagen. Bettinas These, dass es erst um Sachfragen und dann um Personalfragen geht, ist immer wieder schön, aber falsch. Am Ende geht es immer um Personalfragen. Ja? Martin Schulz hätte alle möglichen hehren Sachfragen aufwerfen können, er hätte keine einzige durchgesetzt. Stimmt. Ich brauche zuerst immer ein durchsetzungsfähiges Personal. Und jetzt muss man mal bei allem Bashing gegen die SPD-Spitze eines festhalten. Wer hat in den letzten Jahren konkrete, erfolgreiche Politik gemacht? Wenn man die Großstädte Hamburg und Berlin vergleicht, dann sieht man, was ein regierender Bürgermeister oder ein Bürgermeister für einen Unterschied macht. In Hamburg geht etwas voran. Aber es sind beides SPD-Mitglieder. Das zeigt aber, welche Talentbreite die SPD hat. Ja, das heißt, kann man so sehen. Olaf Scholz war ein erfolgreicher Minister und ein erfolgreicher Bürgermeister. Der kann mit Geld umgehen, der ist auf dem Posten einfach durchaus richtig. Es gibt eine zweite in der SPD, die heißt Malu Dreyer, die ist eine sehr erfolgreiche Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, die kann aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und es gibt Andrea Nahles, über die unfassbar viele schlechte Witze gemacht worden sind, zum Teil auch zu Recht. Ich habe sie schon als Juso-Vorsitzende erlebt, es war extrem anstrengend. Die hat sich in den letzten Jahren in Berlin großen Verdienst und Respekt erworben, weil sie als Arbeits- und Sozialministerin ordentlich gearbeitet, egal was man von ihrem ganzen Badge und Kram und so hält. Aber ist das sie hat ein Performance-Problem, aber okay. Ist Performance aber bei einem Politiker oder einer Politikerin ja, come auch ein bisschen entscheidend? Dann, ich meine, Frau Merkel hat ein Riesen-Performance-Problem und ist seit 12 Jahren im Amt. Also das ist kein Kriterium, nicht wenn der Rest stimmt. Das heißt aber, Scholz und Nahles sind nicht das schlechteste Führungsduo. Das ist die Wiederholung einer alten SPD-Geschichte, die ja inzwischen mythenhaft umworben ist. Und zwar ist das Schröder-Lafontaine. Schröder war für die da draußen Genosse der Bosse, einer, der glaubwürdig ist, kommt zufälligerweise aus Norddeutschland. Andrea Nahles eher so aus dem südwestlichen Bereich, dann für intern Partei Wärmestrom. Also dieses Duo ist eine schlaue Art, wir kennen das von den Grünen, es waren Fischer und Trittin, die den Laden zusammenhalten. Das heißt, das Personal ist gar nicht so schlecht. Würden Sie sich trauen, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine ins Gesicht zu sagen, dass sie genauso gut sind wie Olaf Scholz und Andrea Nahles? Ja. Ja. Im heutigen Zustand, ja. Nein, ich. Der Rotwein hinterlässt seine Spuren.
Ich glaube, diese Frage der GroKo ist im Moment so eine typische Kopf- und Bauchentscheidung. Also ich teile die Gefühle von Bettina Gauß, dieser GroKo gegenüber absolut. Ich finde auch, die SPD hat eigentlich kann eigentlich gar keinen Anspruch erheben, im Moment zu regieren. Und gleichzeitig ist die Analyse von Herrn von Lucke natürlich komplett richtig. Und Neuwahlen würden dieses Land und damit ja auch uns alle überhaupt nicht weiterbringen. Was mich so wahnsinnig daran stört, auch am Zustandekommen dieses Koalitionsvertrages ist dieses Moment der Erpressung, der da drin steckt. Also es wird jetzt immer gesagt, der Schulz, der hat so toll verhandelt und es ist jetzt gar nicht gut, dass der dann da in der Regierung nicht mehr vertreten ist. Er hat verhandelt mit einem hohen Erpressungspotenzial. Er ist da reingegangen und hat gesagt, meine Basis. Und er hat im Grunde davon profitiert, dass die Kanzlerin viel freiere Hand hatte zum Verhandeln, weil sie nicht sagen konnte, meine Basis. Ich frage mich, wenn in Zukunft Koalitionsverhandlungen so laufen, dass jeder mit einer erpresserischen Basis in solche Verhandlungen reingeht, dann wird überhaupt keine vernünftige Regierung mehr zustande aber kommen können. Also Marco, immer so, aber so war es nicht immer, Es gab Landtagswahlen. Die CSU kam die ganze Zeit mit, wir müssen offen mit der AfD in Bayern aufpassen bei unseren Landtagswahlen. Damit aber haben ihre Obergrenze rein. Aber die Erfindung des Mitgliederentscheides geht auf den Kosten der SPD. Es hat Gabriel erfunden, damals um die Führung zu erpressen mit der Basis. Jetzt erpresst die Basis die Führung. Ja. Und das ist für sechs Ministerien. Und jetzt, das ist eine ungute Entwicklung. Jetzt ist Bettina Gauß mal an der Reihe. Ach so, weil drei Leute haben mich jetzt angesprochen, ohne dass ich bisher antworten konnte. Und ich würde das aber gerne nicht auf alle drei jetzt ganz auswählig antworten. Nee, ich mache es relativ knapp. Ich versuche es einfach nochmal. Also erstens, Hajo, nein, es war nicht meine These zu sagen, Sachfragen gehen immer vor Personalfragen. Da habe ich mich offenbar missverständlich ausgedrückt. Sonst wird die Sendung ja auch nicht so laufen, wie sie läuft. Zweiter Punkt, ich versuche es nochmal apolitisch. Der saß. Ich probiere es nochmal. Also alleine die Länge des Koalitionsvertrags, die ja ungefähr die gleiche ist wie bei der letzten Koalition, zeugt ja jetzt nicht gerade von einem tiefen und klaren Vertrauensverhältnis zueinander und dass man ganz genau weiß, wie es so weitergeht, sondern das Problem ist ja, man hat wirklich bis zum letzten Spiegelstrich verhandelt und es wird jetzt immer ein bisschen so getan, als sei das, was im Koalitionsvertrag steht, gesetzt und praktisch schon Gesetz. Das ist ja nicht wahr. Dann lohnt es sich, den letzten Koalitionsvertrag mal anzugucken. Da steht auch eine Menge drin, was nie Realität geworden ist. Das heißt, es kann nicht nur um den Koalitionsvertrag gehen, sondern es geht auch in der Tat um die Frage, was traue ich einer Partei jetzt noch zu? Natürlich wünsche ich mir keine Neuwahlen, sonst wäre ich nicht so lange rumgelaufen und hätte gesagt, große Koalition. Natürlich fürchte ich mich davor, dass im gegenwärtigen Klima die AfD, also Rechtspopulisten, richtig noch mal zulegen werden. Aber man kann doch auch nicht, wenn Leute erkennbar in Auflösung begriffen sind, was bei der SPD-Führung der Fall ist, immer aus Angst vor Neuwahlen sagen, völlig egal, was passiert, wir dürfen Neuwahlen unter keinen Umständen zulassen. Dann habe ich eine Vorstellung, was das, wie lange die Koalition hält. Also was ist denn, wenn Angela Merkel, wir reden ja über die wahrscheinlich noch nachher, wenn Angela Merkel irgendwann keine eigene Mehrheit mehr hat in ihrer Fraktion, zum Beispiel bei einer Europafrage, kann ich mir mühelos vorstellen, was glauben denn dann alle Leute, die jetzt sagen, bloß keine Neuwahlen auf Biegen und Brechen, was glauben die eigentlich, was beim Bruch der Koalition nach 1,5 Jahren passieren würde? Markus Feldenkirchen. Ich will gar kein Plädoyer halten, Neuwahlen oder nicht. Aber ich würde gerne etwas ergänzen, was Brigitte Ferle gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das Hauptproblem ist, dass da jetzt die eine Seite mit Tricks wie dem oder mit Verfahren wie der Mitgliederabstimmung die andere Seite mehr erpresst als früher. Zumindest glaube ich nicht, dass das Problem ist bei der Frage, kommt es überhaupt zu dieser großen Koalition? Ich glaube, ein Riesenproblem ist, wir vom Spiegel und andere Zeitungen haben das gemacht, diese letzte entscheidende Nacht der Verhandlungen der Großen Koalition zu rekonstruieren. Es war so, nachdem da eine ganze Woche lang die Fachgruppen ihre Inhalte zusammengetragen haben, kamen also die großen Bosse zur Nacht der Entscheidung.
abends um 18 Uhr oder 18.30 Uhr ging das los im Büro von Angela Merkel im Konrad-Adenauer-Haus. Schulz, Seehofer und Merkel, hin und wieder kamen dann andere dazu. Es ging es ging insgesamt 14,5 Stunden lang und 13 Stunden und 45 Minuten ging es um die Kabinettsverteilung, um die Posten. Und jetzt kann man sagen, das ist die klassische Machtlogik und das muss so geklärt sein. Am Ende zählt das und am Ende ist das auch immer am strittigsten, muss man Verständnis für haben. Die Inhaltsfragen, die noch offen waren, wurden dann später in den letzten 40 Minuten geklärt. So, man kann für diese alte Machtlogik Verständnis haben und Herr von Lucke sagt, jetzt lass uns doch nicht dümmer machen, als wir sind. Man muss aber konstatieren, dass diese Logik offenbar in weiten Teilen der Bevölkerung, nicht nur in der SPD-Mitgliedschaft, an ein Ende gestoßen ist und dass es ein Bedürfnis nach einer neuen Art des Politikmachens gibt. Und das haben die alle nicht verstanden. Und ich glaube, der Hauptzorn, der geht genau, der ist symbolisiert in dieser letzten Nacht der Verhandlungen der Großen Koalition. Ich finde das, also jetzt muss ich wirklich sagen, ich finde das... Albrecht von Lucke kurz, dann Hajo Schumacher. Also... Lieber Markus Feldenkirchen, das klingt wunderbar, der Applaus hat es dann auch bestärkt. Ich finde es aber fast rührend. Ich muss es wirklich sagen, ich finde es rührend. Das macht Politik, Politik ist ein, Politik ist ersichtlich, und das hat doch auch die Überraschung dieser Woche gezeigt, ist ein Geschäft, bei dem es am Schluss natürlich entscheidend darum geht, wer in der Lage ist, diese Posten zu besetzen. Und wir müssen uns nur eines bewusst machen. Wenn die vorhin von Bettina Gauss ja mal ausgemalte Option von Martin Schulz durchgesetzt worden wäre, er nämlich wirklich gesagt hätte, ich bleibe nur Parteivorsitzender, hätte er ja machen können. Wollte er aber nicht, Frau Gauss, wollte er nicht. Wollte er, hätte er machen können. In altruistischer Weise, weil er genau wusste, er macht es nicht, weil er dann ein Parteivorsitzender ohne Land gewesen wäre. Er hätte keinerlei Machtbefugnisse mehr in der eigenen Partei gehabt. Wenn er das gemacht hätte, er hätte diese drei Ministerien herausgeholt, dann stünde diese SPD wie ein strahlender Sieger da und wir würden danach nur noch über Angela Merkel und das sprechen, was Carsten Lindemann bereits jetzt gesagt hat. Was wir im zweiten Teil machen. Ist, ja, deswegen ist ja eine schöne Überleitung, das ist bereits jetzt, Sie sehen, ich denke mit, das ist bereits, und das müssen wir uns bewusst machen, das ist der Anfang, das ist ein Ton, der, ob der, des Desasters in der SPD gar nicht mehr zum Tragen kommt. Das ist das, der Anfang vom Ende der Volkspartei CDU. Aber dann wäre das ein sensationeller Erfolg. Da können wir darüber reden, dass wir das nicht schön finden. Aber ich will damit sagen, das wäre für die SPD eine solche Wolte gewesen, die wir alle gefeiert hätten. Aber die Causa Schulz hat das alles überlagert. Dazu sagt Markus Feldenkirchen was und dann Hajo Schumacher. Das ist unbestritten. Ich glaube nur, der Unterschied zwischen uns, Herr von Lucke, ist, Sie wollen irgendwie Politik machen und sagen, es muss doch jetzt so kommen. Und ich sehe meine Hauptaufgabe in erster Linie darin, zu analysieren. Rührend. Und ich beschreibe da ein Unbehagen, was weit verbreitet ist. Das können wir gerne weiter ignorieren und nicht darauf eingehen. Mehr Politik als mit Ihrem Artikel über Martin Schulz hat kaum ein Journalist in den letzten Jahren gemacht. Das sei zunächst mal gesagt. Das sei mal gesagt. Und zweitens, es geht mir nicht darum, nicht selber Politik zu analysieren. Im Gegenteil. Wir können bloß nicht Politik uns idealtypisch vorstellen, sondern wir müssen die real beteiligten Leute mit ihren Machtansprüchen und die Art und Weise, wie Politik funktioniert oder auch nicht funktioniert. Herr von Lucke, also, das ist der entscheidende Punkt. Unbehagen. Markus Feldenkirchen hat da das richtige Wort verwendet. Unbehagen. Es gibt ein Unbehagen deswegen, weil Menschen sich darüber auseinandersetzen, wie dieses Land in Zukunft geführt wird. Kann man aber auch mal fragen, ob das Unbehagen nicht auch so eine etwas zeitgemäße Überempfindlichkeit ist. Was ist Demokratie? Ich versuche es jetzt mal mit einem Pro-Seminar. Demokratie und seine hübsche Schwester, der Rechtsstaat. Die haben eines geschafft. In der Steinzeit wären solche Konflikte mit der Keule ausgetragen worden. Ja? Da hätte es Blut und Tote gegeben. Die Demokratie schafft es, diese Machtverhältnisse, sehr unterschiedliche und auch berechtigte Machtinteressen von Stämmen, irgendwie in ein Verfahren zu zwingen. Und zu diesem Verfahren gehört es, dass irgendwann am Ende die Häuptlinge zusammensitzen und letzte Fragen klären. Und natürlich sind das
Posten fragen, weil es ein riesengroßer Unterschied ist, ob das Finanzministerium die verlängerte Werkbank des Kanzleramts ist durch Schäuble, ob das Finanzministerium von einem Olaf Scholz oder von einem Markus Söder oder Horst Seehofer geführt wird. Insofern sind das natürlich wichtige, auch politische Fragen. Und es ist nichts Schlimmes daran, wenn Menschen 14 Stunden lang zusammensitzen und in dieser dramatischen Zuspitzung, wir kennen das von den Tarifverträgen, wir kennen das vom Bundesrat, Vermittlungsausschuss, das muss so. Und nur weil Leute Unbehagen haben, weil sie finden, oh, die streiten sich, das ist aber böse. Die müssen sich streiten, das ist der Kern unseres Gemeinwesens. Und das ist auch völlig okay. Ja, es war, was hier aber der Punkt war, um Markus Feldenkirchen zur Seite zu springen, die Frage ist, ob man intensiver über Personalien als über Inhalte streitet. Na, aber nochmal, Personalien sind Inhalte. Ein Finanzministerium Schäuble ist ein anderes als ein Finanzministerium Scholz. Ja. Die Personen sind Inhalte. Wenn wir das vielleicht noch mal... Die Ämter, die Ministerien, es geht auch nicht nur um Personen, es geht auch um die Ministerien. Wir es geht auch darum, wer darf wie viel Kohle verteilen. Der erste Schritt ist der erste Schritt, welche Ämter kriegt welche Partei. So. Und das ist natürlich eine eminente Sachfrage. Das ist natürlich nicht nur eine Personalfrage, das ist eine Sachfrage. Schön. Ja, ich also Schluss mit Bullabü-Politik, zurück ins echte Leben. Ich wollte ganz kurz zum Abschluss dieses ersten Teils nochmal hier in die Runde fragen. Ich habe vorhin nach Vorlieben gefragt. Jetzt frage ich mal danach, was Sie glauben, wie es ausgeht. Wird die SPD dieser GroKo zustimmen? Wer der Meinung ist, also die SPD-Mitglieder werden die Zustimmung, wer der Meinung ist, dass das so sein wird, der rufe jetzt bitte ich. Ich. Und wer der Meinung ist, dass die SPD-Mitglieder das ablehnen wollen, ruft jetzt ich. Ich. Wer glaubt hier oben, dass es die SPD-Mitglieder ablehnen werden? Ablehnen? Nö. Nö. Ja. Bettina Gauss, glaubt das? Ja. Ich halte es auch für möglich, gerade seit letzter Woche. Ja. Ja. Da haben wir hier oben ein 3-2. Meine Meinung sage ich nicht dazu, aber seine Meinung sagt jetzt, bevor wir im zweiten Teil vor allem über die CDU reden und die mögliche Kanzlerinnen-Dämmerung, kommt jetzt für Sie hier Florian Schröder nochmal. Viel Spaß. Hashtag Meinungsfreiheit, ausgeschaltet im Off, meine Damen und Herren. Nein, ich möchte noch ein paar Worte über die SPD verlieren. Es gibt die Kampagne Tritt ein, sag nein vor der Mitgliederabstimmung, ins Leben gerufen von den Jusos. Tritt ein in die Partei, um dann Nein zu sagen. Das ist eine wahnsinnige Idee. Denn das hat jetzt dafür gesorgt, dass die SPD Angst hat, dass viele Menschen eintreten in die SPD, um dann beim Mitgliedervotum abzustimmen und dann wieder auszutreten. Also, das heißt, wir haben jetzt die lustige Situation, dass die Parteispitze gegen neue Mitglieder ist. Das musst du auch erstmal schaffen. Dass eine Parteispitze sagt, oh, Vorsicht, oh, Achtung, ob das jetzt so gut ist. So, tritt ein, sag nein. Es gibt sogar noch eine spannendere Variante des Ganzen. Die Jusos in NRW hatten die Idee, ein Zehner gegen die GroKo. Das heißt, 10 Euro für jeden, der eintritt und gegen die Große Koalition stimmt. Was ist das eigentlich für ein Schwachsinn? Ganz ehrlich, wenn ich in einen derart neurotischen, in sich selbst gefangenen Verein wie die SPD eintrete, dann muss man mir mindestens eine dreistellige Summe bieten, damit ich das aushalte. Und zwar wöchentlich. Und außerdem, eine Partei, die das Finanzministerium führen will, sagt ein Zehner gegen die GroKo. Wie soll das gehen? Wie will man denn auf Dauer einem Donald Trump die Stirn bieten, wenn man nicht mal zu einer ordentlichen Bestechung in den eigenen Reihen in der Lage ist? So funktioniert es nicht. Ich habe mittlerweile das Gefühl, bei der SPD ist die Situation so. Sie ist im Grunde wie in jedem anderen Pflegeheim auch. Zu viele alte Leute und ein krasser Fachkräftemangel. Man wird früher oder später auf ausländische Fachkräfte zurückgreifen müssen. Anders geht's nicht. Insofern ist es ja auch interessant, dass die meisten Neumitglieder seit dieser Tritt-ein-Sag-Nein-Kampagne aus Bayern kommen. Passt doch. Da sind die meisten neu eingetreten.
bin ein bisschen nachdenklich geworden. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass das von Seehofer bewusst herbeigeführt worden ist. Seehofer hat ganz viele CSU-nahe Leute angestiftet, in die SPD einzutreten, damit die dann bei der Frage GroKo ja oder nein ja sagen. Die SPD unterwandert von der CSU. Wobei, mittlerweile ist ja die Zeit schon vorbei. Man musste bis 6. Februar 18 Uhr Neumitglied werden, um abstimmen zu können. Dann war Schluss. Das war der Stichtag, weil die große Sorge ist, dass die eben kommen, die Neumitglieder, und dann wieder gehen. Aber das ist doch Schwachsinn. Aber wieso hat man vor sowas Angst? So funktioniert doch das menschliche Gehirn nicht. Der Mensch neigt zur Zustimmung und nicht zur Ablehnung. Auch wenn es zu seinem eigenen Nachteil ist. Wenn wir einmal Ja gesagt haben, sagen wir so schnell nicht Nein. Das ist die einzige Erklärung, warum es immer noch Menschen mit Fokusabonnement gibt. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt eine gute Nachricht bei den Jusos, und das ist eine Figur wie Kevin Kühnert. Endlich mal wieder einer, wo du denkst, hey, das ist die Zukunft. Früher saßen Max Frisch und Walter Jens auf den Parteitagen der SPD. Jetzt ist Kevin Kühnert da, der sieht wenigstens aus wie der kleine Bruder von Daniel Kehlmann. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Kevin Kühnert ist der Mann der SPD, der Mann, weswegen diese Partei überhaupt noch mal interessant werden kann. Muss sich aber anhören, ob er noch in der WG wohnt. Muss sich anhören von Frau Hendricks, der Umweltministerin, dass er jetzt erst mal sein Studium zu Ende machen soll und dann vielleicht mal irgendwie was arbeiten wird. Wie geht diese Partei mit ihrem Nachwuchs um? Was für eine krasse Jugenddiskriminierung. Wieso wird er gefragt, ob er in der WG wohnt? Seit wann fragt man Wolfgang Schäuble, ob er schon im Altersheim wohnt? Wieso? Fragt jemand Alexander Gauland, ob seine Schnabeltasse eine nationalbraune Farbe hat? Wer fragt Hermann Otto Solms, wer ihn eigentlich im Bundestag vergessen hat? Ja? Wer fragt Barbara Hendricks, ob sie eine Faltencreme benutzt und wenn ja, warum sie nicht wirkt? Ja? Das fragt keiner und das ist auch gut so. Aber als junger Mensch wirst du nicht gefördert unter dem Motto, geil, dass es überhaupt noch jemanden gibt, der bei uns eintritt. Nein, du musst dir anhören, dass du ausgebremst wirst und dass du erstmal lieber brav einen Job machen sollst. Ausgerechnet jemand wie Frau Hendricks aus einer Partei kritisiert Kühnert dafür, dass er die Energie an den Tag legt, die er an den Tag legt. Mitglieder einer Partei, die immer noch im Internetzeitalter rote und grüne Kärtchen hochhalten, um Ja oder Nein zu sagen. Die SPD ist gut beraten, bald Online-Abstimmungen einzuführen. Vom Altersdurchschnitt her ist zu befürchten, dass sehr viele Mitglieder bald den rechten Arm alleine nicht mehr heben können werden. Ja? Deswegen wird es Zeit, ins Internetzeitalter durchzubrechen und nicht die Jungen, die wirklich noch Nachwuchs sein wollen, auszubremsen. Bei der letzten Bundestagswahl, letztes Jahr, waren ein Sechstel aller Wähler unter 30. Über 50% waren über 50. Das sind dramatische Nachrichten. Wir überaltern, gnadenlos. Und wer hat am Ende für den Brexit gesorgt? Die Alten. Ja. Die Gerontokraten, die Generation Rollator, ja, die waren schuld. Über 65% der 65-Jährigen haben pro Brexit gestimmt. Es ist die Generation, die immer geerntet hat, aber nie wirklich mal was gesät hat, die aber immer verdient hat. Die, die dicke Pensionen haben, dicke Autos, kostenlose Bildung, die alle Möglichkeiten hatten, die am Ende sagen, ach komm, so ein bisschen Abschottung schadet doch nicht. Wir müssen dem entgegenwirken, nicht nur mit neuen Leuten in den Parteien. Wir brauchen auch das Wahlrecht ab 16. Ich bin der festen Überzeugung, es ist okay. Viele denken, oh Gott, wenn Sie meine Kinder kennen würden. Nein, wir brauchen das Wahlrecht ab 16. Wer sich mit 16 Jahren dafür entscheiden kann, Heidi Klum und Dieter Bohlen sein Leben zum Fraß vorzuwerfen, muss auch die Möglichkeiten haben, die Mauern einzureißen, die viele Alte gerade dabei sind, wieder hochzuziehen. Deswegen, Wahlrecht ab 16. Ich habe die Skepsis zur Kenntnis genommen. Das ist okay, weil viele haben genau diesen Gedanken. Ja, der Schröder hat leicht reden, aber wenn der meine Kinder und Enkel kennen würde, der wäre nicht fürs Wahlrecht ab 16. Ich aber sage euch, Freunde, uns verbindet eins. Ich kenne eure Kinder genauso wenig wie ihr. Das ist es, was uns verbindet. Ja? Aber die Legende, dass die SPD und andere Parteien in großen Koalitionen klein gemacht wurden, ist und bleibt ein urbaner Mythos. Die große Koalition macht die SPD kaputt, stimmt nicht. Guck mal, zur Jahrtausendwende waren 12 von 15 Ländern in Europa regiert von einer linken Kraft. Mittlerweile sind es noch 7 plus Macron, aber der zählt nur halb. Es hat sich grundlegend etwas verändert. Die Urbanen aus der Mittelschicht, die Vernetzten, denen es gut geht, die wählen FDP oder Grüne, je nachdem. Wer heute frustriert ist,
wer Probleme hat, wer nicht mal vom Mindestlohn leben kann, sondern drei Jobs hat oder sonst wie abgehängt sich fühlt, der wählt nicht mehr die Linken, der wählt rechts außen, der wählt die AfD. Und nur wem alles scheißegal ist, wem alles wurscht ist, der wählt CDU und CSU. Und wo kam da die SPD vor? Nirgends. Und das ist das Problem der SPD. Sie kommt nicht mehr vor. Sie taumelt orientierungslos. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder rein in die linke Sammlungsbewegung, die Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht vorschlagen. Finde ich persönlich lustig, dass ausgerechnet Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine für eine linke Sammlungsbewegung sind. Seit wann ruft man die Kriegstreiber an, wenn man Friedenspfeife rauchen will? Na, das ist schon sehr lustig, aber das wäre natürlich eine Lösung. Wenn nicht gerade Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine die Chefs der neuen linken Sammelbewegung werden, das wäre schon wichtig. Aber ich bin sicher, wenn die SPD ganz lieb fragt, dann wird sie jemanden bekommen, einen Sozialdemokraten, der sich an die Spitze der linken Sammlungsbewegung stellt. Also wenn sie ganz lieb fragt, bin ich absolut sicher, dass Angela Merkel das macht. Wirklich, wirklich sicher. Ja. Die andere Alternative, und das ist die Zukunft, ist, dass wir dieses ganze Parteiengehadere hinter uns lassen. Das Zukunftsmodell ist in Frankreich zu beobachten. Macron, Bewegungen statt Parteien. Alles aufreißen. Nicht mehr wer mit wem und der nicht mit dem und der will nicht mit dem reden und der nicht. Nein, ein charismatischer Politiker, der durchaus über Erfahrung in der Regierung, in Parteien verfügt, stellt sich ein Team zusammen aus kompetenten Leuten. Gute Leute aus der CDU, aus der SPD, Grüne, FDP, alle, die im demokratischen Spektrum sind, dürfen mitmachen. Und dazu Leute von draußen, Künstler, Intellektuelle, Sportler, alle, die was zu sagen haben, sind dabei. Begeisterung statt Stallgeruch, bunte Zivilisten statt grauer Parteisoldaten. Das muss die Zukunft sein. Und dann haben wir auch wieder Leute, die sich für Politik begeistern können. Das muss unser Ziel sein. Und bis dahin müssen wir eben noch einmal sehen, wie eine große Koalition sich selbst zu Ende regiert. Mit Merkel ist eh nicht mehr zu viel anzufangen. Ich meine, die ist jetzt da angekommen, wo sie nie hin wollte. Die ist jetzt im Kohl-Stadium. Bei dem ging es genauso los. Anfang der vierten Legislaturperiode, es war ein einziges Drama. Es war ein furchtbares Vor-sich-hin-Regieren. Und genau so wird sie langsam in die untergehende Sonne reiten, noch ein paar Mal sagen, wenn nicht so genau wird, dann mal gucken. Und dann. Die SPD kann nur erstarken neben ihr, weil sie immer mehr zu ihrer eigenen Leiche wird, zu ihrer Politleiche. Die SPD muss sich keine großen Sorgen machen. Aber der Albtraum wären Neuwahlen. Dann erstarken der AfD und vielleicht erstarkende CDU. Auch ehemalige, altgediente Sozialdemokraten wie Gerhard Schröder warnen mittlerweile offen vor Neuwahlen. Schröder hat gesagt, das kann nicht sein, das Boot ist voll. Noch mehr SPD-Leute kann Gazprom nicht aufnehmen. Dankeschön. Florian Schröder beim Radio 1 Kommentatoren-Talk im Tippi am Kanzleramt live zu erleben, auch auf radio1.de. Wie begeistert bist du aus kabarettistischer Sicht von diesem Chaos in der SPD? Großartig. Das ist natürlich Material. So schön war es lange nicht. Also von mir aus können Gabriel und Schulz noch ein paar Interviews geben, immer im Wechsel und jeder holt noch einen Verwandten dazu. Super. Also für mich absolut großartig. Hast du dir viel Arbeit gemacht, um dir Martin-Schulz-Parodien raufzuschaffen, die jetzt ja alle weggeworfen werden können? Du, das ist sehr lustig. Ich habe oft vor der Wahl gesagt, ich schaffe ihn mir gar nicht drauf, es wird sich nicht lohnen. Ja. Und jetzt habe ich recht behalten, aber ganz zum Schluss habe ich es noch gemacht, als dieser Satz fiel mit dem, ich strebe gar nichts an, du hast mir das auch angewöhnt. Und ja, jetzt ist er halt weg, aber irgendwann wird er wiederkommen. Andrea Nahles macht merkwürdige Bätschi-Äußerungen. Sie will der CDU in die Fresse hauen, hat sie mal gesagt. Sie hat das Pippi-Langstrumpf-Lied im Bundestag gesungen. Wie parodiert man jemanden, der sich eigentlich schon selber parodiert? Wenn du diese Frage stellst, dürfen wir über Trump gar nicht reden. Ja. Deswegen, nein, das ist trotzdem interessant. Also das ist ja, sagen wir mal, ein neuer Tonfall. Und wenn jemand so spricht, dass er offen mit der Tochter von Sigmar Gabriel konkurrieren will, dann sage ich, für mich sehr schön, aber im Zweifel nehme ich dann, sobald sie kandidiert, die Tochter von Sigmar Gabriel. Am 19. März können Sie ihn hier erleben bei der Radio 1 Satire-Show im Tippi am Kanzleramt ab 20 Uhr. Es gibt noch wenige Restkarten, also sichern Sie sich die schnell, ist nämlich immer ausverkauft. Vielen Dank, Florian Schröder. Ich danke dir. Danke. Vielen Dank, Marco. Dankeschön.
Schön, dass Sie bei Florian Schröder wuhuen. Mal sehen, bei wem Sie das heute noch machen. Hier sind wieder unsere Kommentatoren. Brigitte Ferle, Bettina Gauss von der Taz. Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und Hajo Schumacher von der Berliner Morgenpost. Ja, hören und gucken wir noch mal kurz in die Koalitionsverhandlung rein, diesmal ein bisschen mehr Richtung Union gerichtet. Nun hat es endlich geklappt. SPD und Union haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Oder mit anderen Worten: Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen. Oder wie die CSU es nennt: It's crunch time. Die SPD bekommt 6 Ministerien. Man könnte also sagen: In einer sozialdemokratischen Handschrift, die dieser Vertrag in großen Teilen trägt. Wessen Handschrift diese Koalitionsergebnisse tragen? Lieber Martin, das spare ich mir bis zum politischen Aschermittwoch auf. Bei einigen setzt die Katerstimmung aber jetzt schon ein. Oder wird Thomas de Maizière Innenminister bleiben? Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Stimmt, denn die GroKo hat Thomas bereits aus dem Regierungscamp rausgewählt. Übernehmen soll, seien Sie jetzt ganz stark, er hier. Was Sie da hören, ist keine Luftpumpe, sondern die Lache unseres neuen Innen- und Heimatministers Horst Seehofer. Er und seine Partei dürfen sich weiter auch um die Maut kümmern. Aber zurück zur SPD. Olaf Scholz, derzeit Hamburger Bürgermeister, soll Finanzminister werden. Da kann die schwarze Null schon mal den Smoking rausholen, denn der Mann weiß, wie man Partys feiert. Aber vorher müssen ja eh noch die SPD-Mitglieder zustimmen. Als Bestechung gab es für Juso-Chef Kevin Kühnert schon mal einen SPD-Toaster. Na, wenn's jetzt nicht klappt. Es grummelt nicht nur in der SPD, es grummelt in der CDU. Der frühere Unionsfraktionschef Merz sagte, wenn die CDU diese Demütigung auch noch hinnimmt, dann hat sie sich selbst aufgegeben. Und der mir komplett unbekannte CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wild sagte, wir müssen uns in der CDU schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen. Bettina Gauss, wie groß ist der Frust in der CDU? Nach meinem Eindruck ist er ziemlich groß. Nun finde ich, dass Herr Merz frustriert ist und speziell Angela Merkel nicht so gerne hat, das finde ich jetzt keine so große Überraschung. Das ahnte man irgendwie dumpf. Aber es ist schon so, dass ja auch unmittelbar nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen Land auf Land ab kommentiert wurde. Und ich glaube zu Recht, es gibt 2 Sieger, CSU und SPD. Und bei der CDU wusste man eigentlich nicht, was sie eigentlich wirklich will, außer im Kanzleramt, was eine Menge ist. Also ich meine, das soll man auch nicht kleinschreiben. Aber es ist überhaupt nicht klar geworden, wofür die CDU eigentlich noch steht. Vor allem aus Sicht vieler traditioneller, klassischer Konservativer. Und ich glaube nicht, dass Angela Merkel da im Moment in akuter Gefahr ist. Aber mittelfristig. Wenn es, wie gesagt, das sagte ich vorhin in der ersten Stunde, wenn es zu einer Abstimmung kommt, und die wird kommen, und ich glaube, sie wird im europäischen Bereich kommen, wenn es zu einer Abstimmung kommt, wo die Große Koalition halten muss und die geht den zu vielen Leuten in der Fraktion contre-coeur. Und Angela Merkel hat plötzlich in der eigenen Fraktion keine klare Mehrheit mehr. Dann wird es richtig eng und man darf daran erinnern, die haben sich ja nicht mal getraut in der Fraktion abzustimmen, wie sie den Koalitionsvertrag eigentlich finden. Das ist ja ein relativ deutliches Signal. Herr Schumacher, erkennen Sie nach diesen Koalitionsverhandlungen noch, weil es gerade angesprochen wurde, wofür die CDU steht? Nee, und da muss ich jetzt noch mal kurz einen Schritt zurück zur SPD machen. Klar, wäre diese Partei professionell geführt, dann würde man sagen, hurra. Wir haben richtig was hingekriegt. Mit einem miserablen Wahlergebnis haben wir das Maximum dessen rausgeholt, was man für sozialdemokratische Politik, 6 Ministerien und so weiter rausholen kann. Und eine professionelle Parteiführung würde sagen, so, wir freuen uns jetzt und wir lassen den Ball einfach mal richtig schön im Spielfeld der CDU liegen und gucken uns jetzt mal, anstatt uns selber zu zerlegen und damit für Zauber auf der Bühne zu sorgen,
überlassen wir die Bühne mal komplett der CDU und wir lassen alle Spahns und Lindemanns und Merzens und wie sie alle heißen, aus der Deckung kommen und an der Merkel rumsägen. Dann hätten wir nämlich heute eine ganz andere Debatte, nicht die Führungskrise der SPD, sondern die Führungskrise der CDU. Ja, die SPD könnte brillant dastehen, auch diese Kühnert-Argumentation, immer große Koalition, das führt doch ins Elend, völliger Quatsch. Wir haben eine ganz neue Situation, Frau Merkel ist nicht mehr unbesiegbar. Das heißt, irgendwann, womöglich Bettina hat es gesagt, innerhalb der nächsten 2 Jahre schon, wird es eine fundamentale Merkel-Ja- oder Nein-Entscheidung in der CDU geben. Das Rumoren ist gigantisch. Das heißt, für die SPD gibt es eine klare Machtoption. Die sehen sie nur nicht, weil der Kühnert und all die anderen immer sagen, hätte, könnte, Fahrradkette, weiß der Geier irgendwas. Totaler Quatsch. Die SPD steht eigentlich richtig gut da, sie sieht's nur nicht. Ich teile das, und man muss sich das bewusst machen, dass Angela Merkel heute Abend sich regelrecht veranlasst sieht, fast auf eigenen Wunsch, in eine Sendung im zweiten deutschen oder ersten, egal, Fernsehen zu gehen. Nicht egal, das ZDF. Entschuldigung. Wir sind die ARD. Entschuldigung. Zu spät. Jedenfalls sich veranlasst, die Rede und Antwort zu stehen, in dem Wissen darum, dass auch die CDU am 26. Februar einen Parteitag vor sich hat, bei dem sie diese Koalitionsverhandlungen verkaufen muss. Das zeigt, wie neu diese Revolte der Basis ist. Und das ist erstaunlicherweise zweierlei, was wir beobachten müssen. Es sind ja nicht nur die klassischen Kritiker von rechts, die sich äußern, also Herr Spahn und andere, sondern es ist eine Empörung, die auch aus der Seite kommt, die Angela Merkel bisher immer unterstützt hat. Also auch der liberale Teil, Herr Günther beispielsweise, Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, hat allergrößte Schwierigkeiten, dieses Schrumpfergebnis der CDU zu verteidigen. Und aber das ist ein Novum. Nun ist die CDU ja seit Jahrzehnten nicht bekannt dafür, Revolutionen anzuzetteln und dann auch durchzuziehen. Also die letzte, die das gemacht hat, ist tatsächlich wahrscheinlich Angela Merkel, als es vorbei war mit Kohl. Wird es dazu kommen? Ich glaube, es geht gar nicht anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas wie einen sogenannten geordneten Übergang gibt. Warum nicht? Weil dieser geordnete Übergang braucht ja eine logische Sekunde. Und die muss möglichst spät sein, vor der nächsten Wahl, aber früh genug, damit noch ein anderer Kandidat aufgebaut werden kann. Und deswegen glaube ich, diese logische Sekunde gibt es als harmonischen Prozess nicht, sondern es wird sich mal irgendjemand in der CDU getrauen müssen und das Risiko eingehen und den Mut besitzen zu sagen, ich bin der Nachfolger von Angela Merkel. Weil dass es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin geben wird bis zur nächsten Wahl, das scheint mir vollkommen klar. Also es ist nicht vorstellbar, dass Merkel nochmal kandidiert und das wäre, glaube ich, auch für die CDU falsch. Da würde ich ganz kurz einen historischen Exkurs machen. Im Jahre 1994, die Älteren erinnern sich, hat Helmut Kohl schwer angeschlagen, auch nur deswegen gewonnen, weil sein Gegenkandidat Rudolf Scharping heißt, auch jemand mit Haaren im Gesicht. Ja. Und wir sind jetzt in einer ganz ähnlichen Situation. Und Helmut Kohl ist 98 nochmal angetreten. Aber ja. Es ist 2018 und bald 2021. Ja, sind ja auch nur noch 3 Jahre jetzt. Ich glaube nicht, dass man die politischen Situationen vergleichen kann. Bettina Gauss und Markus Feldenkirchen, die Reihenfolge dürfen Sie beiden sich aussuchen. Fakt ist, glaube ich, dass... An dieser Stelle möchte ich sagen, me too. Mansplaining. Klarer Fall von Mansplaining. Sprachlos, natürlich. Ja. Das hat mal gut endlich funktioniert. Sagt's mal eine. Fakt ist natürlich, dass Angela Merkel, um jetzt noch eine weitere politische Ehe hinzubekommen und in ihre vierte Amtszeit zu gehen, quasi in ihrem Schrank, in ihrem Porzellanschrank, den sie da hat, wirklich das allerletzte rausgreifen musste als Mitgift für diese politische Ehe. Da ist nichts mehr da. Ja. Was ursprünglich mal CDU ist. Die Partei ist entkernt, sie weiß nicht mehr, wer sie ist. Und dieses, auch wenn Realpolitiker das nicht gern hören, dieses Unbehagen darüber ist natürlich weit verbreitet in der Union. Wovon sie aber jetzt profitiert, und das ist dann wieder der klare machtanalytische Blick, ist, dass sich niemand als klare Alternative herausbilden konnte oder herausgebildet hat. Jetzt reden wir sehr viel über Herrn Spahn. Man muss sagen, er ist halt noch jung. Er ist bisher über das Amt des Finanzstaatssekretärs nicht herausgekommen. Nach klassischen Kategorien befähigt ihn das noch nicht zum Bundeskanzlerersatz, zum Parteivorsitzenden.
kann sein in den nächsten Jahren, aber das ist quasi das Hemmnis für ihn. Dann hat sie die starken Personen von ihrem liberalen Flügel innerhalb der CDU, Frau von der Leyen, Frau Kramp-Karrenbauer, vielleicht sogar Armin Laschet aus NRW, der drängt sich aber auch niemand aus. Und all die, die in der CDU ein Bedürfnis nach einem, sagen wir, einem konservativen Rollback haben, die gehen natürlich auch nicht, die schwärmen nicht für Frau von der Leyen, weil sie wissen, da kriegen sie dasselbe Liberale in Grün, vielleicht sogar noch liberaler. Und das ist halt der Punkt, warum in einer anderen Partei, wenn sich dort eine klare Alternative herausgebildet hätte, Angela Merkel jetzt schon mächtig wackeln würde. Aber weil das fehlt, kann sie, wenn die SPD-Basis nichts dagegen hat, wahrscheinlich in eine weitere Amtszeit gehen. Bettina Gauss. Also ich finde diese ganze Debatte darüber, dass Angela Merkel versäumt oder bisher versäumt hat, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufzubauen, seltsam. Das tun Regierungschefs nicht und Regierungschefinnen. Es gibt eine einzige Ausnahme in der Geschichte der Bundesrepublik, und das war jemand, der, und das sage ich mit großer Zuneigung und viel Bewunderung, der Schwierigkeiten hatte mit dem Amt des Kanzlers. Nämlich als Willy Brandt zurückgetreten ist, war die Nachfolgefrage geklärt. Das ist aber auch jemand, der im klassischen Sinne kein Machtpolitiker war und kein Hinterzimmerpolitiker war. Sonst hat überhaupt niemand je einen Nachfolger aufgebaut. Adenauer wollte Erhard unter gar keinen Umständen. Und Kohl, wissen, wie er mit Schäuble umgegangen ist. Warum, wie man sich eigentlich vorzustellen hat, dass eine Bundeskanzlerin nun sich hauptberuflich damit beschäftigt, ihren eigenen Nachfolger aufzubauen und den möglichst stark zu machen, das finde ich nun wiederum realitätsfern. Aber die vielleicht nicht alle kaputt machen. Aber ja, Entschuldigung, aber wenn ich, was heißt denn kaputt machen? Wenn ich nicht stark genug bin, als Ministerpräsident eines großen Bundeslandes, mich zur Wehr zu setzen gegen eine Kanzlerin, die mich nicht so gerne so stark sehen will, dann bin ich auch nicht stark genug, um sie als Kanzler abzulösen. So ist es. Also so ja, ist glaube ich auch. Brigitte Ferler, Hajo Schumacher, Albrecht von Lucke. Also ich glaube schon, es muss irgendwann jemanden geben, der bereit ist, Merkel zu stürzen. Ja. Also im Sinne von aktiv zu sagen, und ich will es werden. Was passiert mit dem als Erstes? Vor 4 Jahren hätte ich gesagt, der wird als Erstes abrasiert. Aber wir sind jetzt in einer anderen Lage. Merkel ist überhaupt nicht mehr die starke Politikerin, die sie mal gewesen ist. Sie hat 2 Koalitionsverhandlungen jetzt geführt, beide mit einem Gewürge. Die letzte nur positiv zum Abschluss gebracht, indem sie massive Zugeständnisse gemacht hat. Und es wird ganz schwierig sein, in dieser großen Koalition christdemokratisches Profil zu zeigen. Und das werden auch andere zur Kenntnis nehmen in der Partei. Und da wird es jemanden geben müssen, der sagt, Frau Merkel, jetzt ist gut, auf dem nächsten Parteitag kandidiere ich als Vorsitzender und bei der nächsten Wahl kandidiere ich als Kanzlerkandidat. Also genau so wird es ja nicht laufen, aber in dieser Art und Weise. Und anders kann ich mir den Wechsel nicht vorstellen. Hajo Schumacher und Albrecht von Lucke. Der Wechsel hat noch nie, Bettina hat es gesagt, geordnet stattgefunden. Helmut Kohl hatte sich als Traumnachfolger einen gewissen Roland Koch ausgeguckt. Die Entsprechung heißt jetzt Kramp-Karrenbauer. Ja? Das ist auch, wird von uns Medien riesengroß aufgeblasen. Ja, das ist so die geheime Führungsreserve. Das Erste, was wir wissen, das wird nie passieren. Das Zweite ist, könnt ihr euch gerne merken. Das Zweite ist diese Nachfolgegeschichte, die sich da im Bundestag warm laufen. Damals mit Schäuble und Kohl hat auch nicht funktioniert. Nachfolgekämpfe sind immer blutig. Wenn sie nicht so eindeutig sind wie damals im Falle Helmut Schmidt, dauert es immer eine Weile. Und was die SPD gerade macht, zeigt uns das ja nun wirklich. Ja. Nach dem Kanzler Schröder war die Führungsfrage in der SPD nie richtig klar geklärt. Mit Gabri hatten sie alle ein Problem, Müntefering, also so. Das heißt, es braucht diesen Moment. Und der braucht eine ganze Weile, bis sich rausgemändelt hat, wer ist der stärkste Nachfolge-Pavian. Ja? Ja. Also auf dem Pavian-Felsen ruckeln und hauen die sich alle runter und einer bleibt stehen. Es ist nicht geordnet, es ist immer schmutzig und blutig und es ist völlig unklar, wer das wird in der CDU. Lieber Hajo Schumacher, da muss ich dir sehr widersprechen. Mir ist das viel zu apodiktisch. Viel zu apodiktisch. Ist das was Versautes? Dann nehme ich's.
Nennen wir es übersetzt auf Merkel-Deutsch, mir ist das argumentativ viel zu alternativlos. Also, ich will damit sagen, du stellst es dar, als gäbe es nicht die Option einer Veränderung. Und ich glaube, Merkel hat eines klar gesagt. Sie hat klar gesagt, ich will mich aus dem Kanzleramt nicht tragen lassen. Das ist der große Anspruch. Und jetzt kommt, Herr Kohl hat es ersichtlich nicht. Ihm war es lieber quasi durch einen Sozialdemokraten im Endeffekt. Ihm war es lieber, durch einen Sozialdemokraten aus dem Kanzleramt gejagt zu werden, nämlich durch Gerhard Schröder, als Wolfgang Schäuble aufzubauen. Die entscheidende Frage ist doch die. In der CDU wird sich in den nächsten 4 Jahren eine zweite Frage klären, nämlich eine inhaltliche Frage. Wird die CDU die Position von Angela Merkel, einer Mitteorientierung, die sie mit ihren eigenen Bataillonen stark machen kann, wird die sich durchsetzen oder nimmt der Flügel Spahn die Sache in die Hand? Das ist die eigentliche inhaltliche Auseinandersetzung. Ja. Und diese Frage ist völlig unausgemacht. Und ich glaube sehr wohl, dass Angela Merkel ein Interesse daran hat, die übrigens eines ganz genau weiß. Gegenwärtig, in dem Moment, wo sie in diese letzte Koalition, ich glaube nicht, dass sie noch eine fünfte anstrebt, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Wenn man sich die Frau ansieht, dann weiß man, wie erledigt sie ist. Und das weiß sie, glaube ich, auch. Ist ja auch kein Wunder nach 12 Jahren. Sie weiß genau, sie hat diesen historischen Schritt des 4-maligen Gewähltseins erreicht. Sie wird in einer großen Koalition der maximal Geschwächten, nämlich mit einer SPD, wir haben es vorhin diskutiert, die maximal schwach ist, wie mit einer CDU, die gleichermaßen schwach ist, die beide sich quasi als Schwache aneinander klammern, weil sie wissen, sie werden gar nicht so ohne weiteres aus dieser Koalition rauskommen. Sie hat damit gute Optionen, diese 4 Jahre zu machen. Jetzt ist die Option die, wir haben uns alle ein Stück weit vielleicht, ich habe mich gewundert, ich sage es ganz ehrlich, warum sie vielleicht nicht Frau Kramp-Karrenbauer jetzt schon gebracht hat. Aber es gibt die Überlegung längst, dass Frau Kramp-Karrenbauer beispielsweise nach 2 Jahren, wenn eine Rochade stattfindet, niemals, der Altmaier, Herr Altmaier, auf, Schwerer, wenn, wo gibt es die Überlegung? Wie soll denn das doch, funktionieren? Wir haben uns mittlerweile... Das wir haben ist uns die Landesvorsitzende des Saarlands. Das nein, ist so groß wie Berlin. Nein, nicht als... Das ist wie Tempelhof-Schöneberg. Das ist das Saarland. Wir haben uns das Klassische, ich sage es nur mal, wir haben uns lange nicht mehr daran gewöhnt. Der Herr Gerhard Schröder hat das häufig gemacht, dass es eine Möglichkeit gibt, innerhalb einer Legislatur Personen, Ministerinnen, Minister auszutauschen. Diese Option, die ist natürlich im Raum. Wir werden, wenn es denn 4 Jahre sind, die Möglichkeit haben, nicht, dass eine Kanzlerin, die müsste von der SPD gewählt werden, das ist ausgeschlossen. Aber es kann natürlich ein Wechsel in den Ministerämtern stattfinden. Es kann natürlich so sein, dass die liberalen Kräfte, die sie hat in der Regierung, sowohl Herr Altmaier als Frau von der Leyen, sich tatsächlich als die potenziellen Nachfolger bewähren. Das wäre dann die Option. Ich muss jetzt stoppen kurz. Genau, Brigitte Fährlich, Sie haben so ein bisschen Kopf geschüttelt. Sie sehen das ganz anders. Nee, ich sehe das nicht ganz anders, aber ich glaube, das sind irgendwie Spielereien, die sich in kürzester Zeit als irgendwie obsolet erweisen werden, nicht weil sie komplett falsch sind, sondern weil ich glaube, dass die Zeiten wahnsinnig schnelllebig sind. Und wir haben doch jetzt wenn wir jetzt eine Regierung kriegen, angenommen mal, es gibt eine große Koalition, da sind 2 Parteien drin, die sind extrem darauf angewiesen, ihr Profil zu schärfen. Also die SPD muss irgendwie durchsetzen mit ihren Ministern, dass sie eine ganz tolle Finanz-, eine tolle Außen- und so weiter Politik macht. Die CDU hat es sehr viel schwerer. Die kann eigentlich sich nur über das Wirtschaftsministerium richtig profilieren. Das ist auch gar nicht so verkehrt, weil das nämlich darauf hinweist, auf andere Konstellationen in der nächsten Koalition nach dieser großen Koalition. Es könnte also sein, dass diese Regierung gar nicht so schwach ist, wie man sie sich jetzt vorstellt. Aber es gibt 2 ganz große Punkte, die, glaube ich, diese große Koalition dominieren werden. Und das ist der Personalstreit in beiden Parteien. Den gibt es ja nicht nur in der CDU, die Frage der Nachfolgerin von Merkel, sondern selbst wenn Nahles jetzt gewählt wird als Parteivorsitzende, dann ist immer noch Olaf Scholz da. Und wir werden erleben, dass es einen blutigen Machtkampf geben wird zwischen Olaf Scholz und Andrea Nahles um die Frage, wer wird eigentlich der nächste Kanzlerkandidat. Und ich glaube, dass diese beiden Momente, die entscheidenden Unsicherheitsfaktoren in dieser Regierung sind und die entscheidende Frage, ob das eine stabile Koalition wird oder nicht. Was hätte denn dagegen gesprochen, Jens Spahn mit in dieses Kabinett zu nehmen, der als der große Hoffnungsträger gibt? Und da sind wir ja doch wieder beim Wegbeißen. Ja, ist die Frage jetzt an mich oder an Frau Gauss? Ich fange mal mit... Sollen wir uns einigen? Dann fange ich mal gleich mit Frau Gauss an. Gut so. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich halte für möglich, dass Angela Merkel tatsächlich vielleicht ein bisschen Sorge hat vor Jens Spahn in der Regierung, dass sie vielleicht tatsächlich fürchtet, er wird zu stark. Ich weiß nicht, ob sie sich einen Gefallen damit getan hat, ihn nicht einzubinden, weil jetzt ist er natürlich irgendwie auch ein
freiflautendes Teilchen, der überhaupt niemanden zur Loyalität verpflichtet ist. Und ich stelle mir mal eine Sekunde vor, ich spinne jetzt rum. Ich glaube nicht, dass es dahin kommt, aber ich spinne einfach mal. Ich stelle mir mal vor, der Koalitionsvertrag wird abgelehnt. Dann ist es ja verfassungsrechtlich gar nicht so leicht, zu Neuwahlen zu kommen. Als geschäftsführende Bundeskanzlerin kann Angela Merkel die Vertrauensfrage nicht stellen. Meine Fantasie reicht aus, um mir vorzustellen, dass sie sagt, also ich stehe nicht zur Verfügung für diesen sehr quälenden Prozess, mich dreimal hintereinander nicht wählen zu lassen. Und eine Minderheitenregierung will ich nicht. Also was soll das? Warum ist es vollkommen absurd, dass Jens Spahn sagt, na dann opfere ich mich. Und dann stelle ich mir vor, dass der von... Ich sage ja, es ist gesponnen. Sie sagt ja, sie spinnt rum. Ich spinne rum. Also ich glaube nicht, dass es dahin kommt. Nur man muss sich klar machen, sowas ist nicht völlig ausgeschlossen. Und dann wird er gewählt mit Stimmen von der FDP und der AfD. Kann ja keiner nachweisen. Und plötzlich haben wir einen Bundeskanzler einer Minderheitenregierung, Jens Spahn. Ich glaube es nicht, aber verfassungsrechtlich wäre es möglich. Ein Westfale muss Kanzler werden. Aber Markus, ist Deutschland kein Abenteuerspielplatz. Ja, aber auch. Es wird doch allmählich zum Abenteuerspielplatz. Markus Feldenkirchen. Wahrscheinlich gäbe es sogar noch einige Sozialdemokraten, die Hand reichen würden, weil es da ja einige gibt, die die ganze Zeit auf eine Minderheitsregierung hoffen und daran verzweifeln, dass Frau Merkel da nicht zur Verfügung steht. Ich glaube aber, dass es bei Spahn durchaus ein anderes spannendes Szenario gibt. Das haben die Kollegen letzte Woche zumindest aus der Unionsfraktion und dem Umfeld von Spahn gehört. Selbst in dieser betulichen, konservativen, bloß keine Revoltepartei CDU, selbst dort ist dieses Bedürfnis nach Erneuerung, vielleicht auch mal nach ein paar jüngeren Leuten, durchaus angekommen. Und das richtet sich natürlich nicht nur gegen Angela Merkel, sondern auch gegen die zweite wichtige Person, Volker Kauder, ebenfalls seit 12 Jahren als treuer Diener an ihrer Seite, 68 Jahre alt. Und da gibt es schon den einen oder anderen, die... Kauder muss sich, glaube ich, spätestens im Herbst als Fraktionsvorsitzender bestätigen lassen. Da steht eine Wahl an. Und da gibt es zumindest die Überlegung, dass dort Spahn, wenn er jetzt tatsächlich bei der Regierungsbildung nicht berücksichtigt wird, offen antritt, ihn herausfordert und damit natürlich auch das System Merkel infrage stellt. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Frage, warum Angela Merkel Jens Spahn jetzt nicht zu irgendeinem Posten verhilft, ist relativ einfach zu beantworten, wenn man sich den Umgang von aufsässigen katholischen Männern aus dem Westen mit der Kanzlerin, also was in den letzten Jahren so war, Friedrich Merz, der Name fiel schon und all die anderen kennen wir auch. So jung ist der jetzt auch nicht. Nein, aber es gibt ein Muster Merkel und das Muster heißt... Aufsässige Kerle werden Kopf kürzer gemacht. Ja, das ist das gesamte Antenpaktpersonal ist nach diesem Prinzip erledigt worden. Ja. Jens Spahn hat einige tödliche, aus Merkels Sicht tödliche Fehler gemacht, zum Beispiel auf dem Parteitag aufzustehen und sich gegen sie mit einer eigenen Abstimmung und so weiter und so fort zur, was heißt, doppelte Staatsbürgerschaft. So, das heißt, Jens Spahn wird natürlich in Merkels Machtlogik nie etwas, der wird bestraft durch Ausgrenzen, was übrigens ein großer, großer Fehler ist. Man hätte Jens Spahn einen Regierungsposten geben müssen, auf dem man eigentlich nur scheitern kann. Ja, das Verteidigungsministerium bietet sich geradezu an. Ja, Gesundheit wäre auch so ein Ding gewesen. Arbeite dich mal ab da mit deinen Hüftgelenken und dem ganzen Kram. Da gehen auch deine Beliebtheitswerte sowas von runter. Spahn hat den entscheidenden Vorteil, dass Merkel ist. Und er baut sich jetzt, und da teile ich Markus' Einschätzung vollkommen, in der Fraktion die Gegenmacht auf. Volker Kauder ist mit einem katastrophalen Ergebnis wiedergewählt worden als Fraktionsvorsitzender. Und Jens Spahn hat eines in den letzten Jahren gemacht, so sind wir Westfalen. Er hat wahnsinnig viele coole Leute um sich rum gruppiert. Der ist nicht alleine, sondern es ist eine Gruppe, Gruppe Spahn. Und da gehört Carsten Lindemann zu, Paderborn, Paul Ziemiak jetzt, der junge Unionschef, der auch im Bundestag ist. Christian Lindner, die kennen sich seit Jahr und Tag aus NRW. Übrigens auch die etwas jüngeren CSUler gehören auch dazu. Das heißt, das, was in der Politik wirklich wichtig ist, nämlich Netzwerken und Seilschaften, das macht der richtig. Was mich natürlich dann interessiert, und die Frage geht dann auch an Albrecht von Lucke, unabhängig davon, dass er sie nicht beantworten wird und was anderes gerade sagen möchte, glaube ich, wird die CDU wieder eine konservativere Partei werden? Genau da wollte ich anschließen. Das passt ja wunderbar. Sehr schön.
Wir denken kongruent. Also wunderbar. Als wäre er schon immer dabei gewesen. Nein, das ist genau der entscheidende Punkt. Denn der Witz ist ja der, es ist ja in Spahn nicht nur eine Personalfrage und eine Schwäche von Angela Merkel in persönlicher, also personalpolitischer Hinsicht manifestiert, sondern Spahn steht für die Schwäche der Kanzlerin, die Breite der CDU abzudecken. Und dieses Problem, dass sie die Konservativen auch, weil man muss sich das immer wieder bewusst machen, das ist das ungeheure historische Phänomen Merkel. Eine Frau ohne jede Hausmacht in der CDU. Wir wissen alle, wie Stoiber sie abmeierte. Die geschiedene Frau aus dem Osten. Diese Frau schafft es, einen Männerverein namens CDU quasi an die Wand zu spielen. Und das hat sie in der Tat geschafft, indem sie die Partei natürlich reduziert hat auf ihren liberalen Flügel. Und die Sehnsucht, und wir sprachen ja vorhin über das große Unbehagen, das es ja in der Tat gibt, dass es auch in den Reihen der CDU massiv gibt, so, um Max Feldenkirchen recht zu geben. So, dieses Unbehagen macht sich sichtbar in der Frage, ist die CDU noch einmal in der Lage, was Helmut Kohl noch geschafft hat, die ganze Breite des konservativen Spektrums aufzunehmen. Und da ist natürlich Spahn der Mann, der das könnte. Aber es gibt noch eine ganz andere Kategorie. Es ist die Ironie, dass die Chance meines Erachtens der CDU, CSU, und wir müssen ja noch über den dritten Part am Tisch reden, nämlich die CSU, die in ganz ironischer Weise plötzlich als der große strahlende Sieger dasteht. Ein Horst Seehofer, der vor wenigen Wochen noch erledigt erschien, kann momentan feixen und kann sagen, wir sind die Einzigen, die die Laden im Griff haben. Und die spannende Frage wird sein, könnte die CSU, indem sie diese konservative Flanke schließt, sie will ja die rechte Flanke dicht machen, und sie hat ja auch mit dem Innenministerium durchaus eine gewisse Veranlassung zu glauben, dass sie da rechts dicht macht, Heimat über alles. Das heißt, die Möglichkeit, die Union wiederherzustellen als geschlossene Formation, die dann auch wieder für die CDU einzählt, das könnte die eigentliche Chance sein, was aber in den letzten Jahren obsolet war, weil die CSU ständig Front gegen die CDU gemacht hat. Werden wir wieder, Brigitte Ferle, eine wirklich konservative CDU bekommen? Naja, also Herr von Lucke hat ja eben gesagt, Jens Spahn wird das möglicherweise schaffen, was Kohl noch geschafft hat, nämlich das ganze Spektrum einzufangen. Da wäre ich mir nicht sicher. Also ich glaube, dass wenn diese These jetzt mal weiterspinnen, Spahn baut sich auf und will was werden, der wird sich so stark auf dem rechtsliberalen Flügel oder auf dem rechten Flügel positionieren müssen, dass es Abstoßungsreaktionen bei dem liberalen CDU-Flügel geben wird. Also ich glaube, ohne Machtkämpfe in der CDU wird das nicht abgehen. Und ob Jens Spahn dann diese Integrationskraft hat, dann diese gesamte Bandbreite, also sozusagen auch den Merkel-Flügel damit einzubinden, da hätte ich meine Zweifel. Ich glaube also das nicht. Bettina! Ich probiere es nochmal. Ich finde, auch die Frage kann man jetzt tatsächlich nicht losgelöst von bestimmten politischen Inhalten sehen. Also ich denke schon, dass die Frage, deswegen habe ich es ja nicht zufällig jetzt zweimal erwähnt, die Frage, die die CDU, auch die CSU, aber vor allem die CDU in naher Zukunft besonders beschäftigen wird, ist die Europafrage. Und wir kriegen ein Finanzproblem und wir haben Erosionserscheinungen in Europa und wir wissen nicht, wie die Wahl in Italien ausgeht, aber ich sehe dem mal mit Interesse entgegen. Und da gibt es eine richtige Spaltung innerhalb der Union und innerhalb der CDU. Und ob da alle Jens Spahn folgen oder jemand anders, also ob die europakritische Haltung sich durchsetzt, das weiß ich einfach im Moment nicht. Dazu geht es mir zu schnell im Moment politisch. Und da ist es auch so, dass eben wirklich die Frage ist, an welcher Frage wird sich letztlich entscheiden? Wie weit folgt man Macron? Ich habe eine folgt gute Nachricht. Macron überhaupt? Markus Feldenkirchen weiß es. Ich glaube, dass die Frage, ob es noch die Möglichkeit gibt, die Union wieder konservativer zu positionieren, gar so, wie es in der Vergangenheit mal war, gar keine Frage des Wollens ist, sondern bei nüchternem Blick ist die Entscheidung gefallen. Ich glaube, es geht nicht mehr. Und Angela Merkel hat das sehr, sehr nüchtern kalkuliert, zusammen mit ihrem Freund, dem Herrn Jung von der Forschungsgruppe Wahlen, der ihr die Demoskopie regelmäßig erklärt. Und er hat gesagt, Frau Merkel, die Chance liegt in der Mitte. Die Chance liegt darin, so liberal zu werden, in neue Milieus vorzudringen, um da ganz viele potenzielle Wähler der Sozialdemokratie zu gewinnen. Das hat sie die letzten Jahre erfolgreich gemacht. Erfolgreich in dem Sinne, dass die SPD, wir haben im ersten Teil darüber geredet, mehr oder weniger am Ende ist. Und das hatte den Preis, dass sich rechts von der Union das etabliert hat, was all die Jahre in der Nachkriegsgeschichte so das Mantra der Union war.
es darf niemanden rechts für uns geben. Die sind jetzt da, diese Entwicklung zu stoppen, indem man inhaltlich gegenreagiert, die wurde längst verpasst. Mittlerweile ist es eine Partei, die nicht nur in den Anfängen steckt, sondern die dabei ist, so unprofessionell viele Herrschaften dort sind, sich eine professionelle Organisation aufzubauen. Mit der Tatsache, dass man im Bundestag ist, stehen einem da noch viel mehr Möglichkeiten entgegen. Und natürlich gibt es in der Union immer noch das Bedürfnis zurück zum alten konservativen Profil. Und es wird auch die Versuche geben. Aber ich glaube, der nüchterne Blick auf die demoskopischen Verhältnisse und das Image, das die Union mittlerweile nach 12 Jahren Merkel als Kanzlerin, 18 Jahren als Parteivorsitzende hat. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, da wieder an alte Verhältnisse zurückzukommen. Ich glaube, der Gegensatz konservativ und Mitte ist gar nicht mehr unbedingt einer. Die entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist, was ist eigentlich heute gesellschaftliche Mitte? Und sind wir in den letzten Jahren nicht als Gesellschaft vielleicht doch etwas mehr wieder von dem Merkel-Liberalismus in so eine etwas konservativere Richtung gegangen? Also man muss jetzt gar nicht groß um die Flüchtlingsfrage debattieren. Da hat sich einiges getan. Ich glaube nicht, dass die Umfragewerte aus dem Herbst 2015 sich heute noch mal so wiederholen würden. Das, was in anderen Ländern passiert, gerade in den osteuropäischen, das kann man alles verdammen und sehr komisch finden. Die Frage ist, ist es ein Trend? Es passiert in Österreich, es passiert in den USA, es passiert in ganz vielen Ländern. Das heißt, müssen wir die Mitte nicht neu definieren? Ist Frau Merkel nicht mit ihrer Mitte-Definition irgendwie so in den Nullerjahren hängen geblieben? Und ist nicht Jens Spahn viel eher Mitte als Angela Merkel? Das ist die entscheidende Frage, zumindest mal. Ach, so schwarz würde ich jetzt doch nicht sehen wollen. Ich möchte einfach nur die Frage stellen, was ist Mitte? Albrecht von Lucke. Ich teile das absolut, wobei ich in der Tat Bettina Gauss recht gebe, wir sollten uns da nicht an Jens Spahn aufhalten. Der ist, glaube ich, nicht die Personalisierung, die diesen konservativen Dreh wirklich verkörpert. Er ist ironischerweise deswegen ja auch nur so stark, ich halte ihn nicht für einen Menschenfänger, Jens Spahn, weil es diese andere Besetzung nicht gibt. Wir stellen uns einmal nur vor, es gäbe einen Sebastian Kurz. Als kleines Beispiel, ein Sebastian Kurz mit dieser Ausstrahlung in der AfD und nicht nur ein Alexander Gauland. Lindner ist ein Stück weit genau dieses Phänomen, das sei übrigens gesagt. Und die erstaunliche Neuerung dieses Parlaments besteht darin, wir haben seit dem September 2017 ein Parlament, in dem 25% rechts der Union sitzen, nämlich 12%. 12, glaube ich, für die FDP und 13, knapp 12 und knapp 13 für die AfD. Vergiss die Linkspartei nicht, die sind in Teilen so strukturkonservativ. Ja, in der Tat gibt es, ja, das ist richtig, was Heil Schumann. Das heißt, wir haben in der Tat eine Verschiebung in den Mentalitäten seit 2015 massiv nach rechts oder ins Konservative, nennen wir es so. Und das ist das interessante Phänomen. Dieser Abwehr übrigens, die wir übrigens momentan auch Gefahr laufen, nicht mehr wahrzunehmen. Ich will das mal deutlich machen. Der Kollateralnutzen, den gegenwärtig durch die Debatte über die Stillosigkeit in der SPD die AfD erfährt. Wir haben nämlich gerade eine Debatte, die die AfD ereilen müsste, wo ein Mann wie Herr Böhringer, immerhin der Vorsitzende des Ausschusses, des Haushaltsausschusses, des wichtigsten Ausschusses, mit Worten zitiert werden kann. Merkel, wie hat er das genannt? Die Merkel-Nutte. Die Merkel-Nutte ist diejenige, die das Land mit Flüchtlingen penetriert. Das wird gar nicht mehr wahrgenommen, dass hier ein Bodensatz in das Parlament eingezogen ist, weil die CDU diese klassische konservative Flanke ein Stück weit preisgegeben hat. Und natürlich muss es die Aufgabe der CDU-CSU sein, ein Teil der Wählerschaft von immerhin 6 Millionen von dieser rechtspopulistisch-rechtsradikalen Partei abzuziehen, um sie wieder für den bürgerlich-mittig-konservativen Teil zu gewinnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, dann laufen wir die Gefahr, die alte Stabilität der Republik zu verlieren. Und das hängt sehr stark an der Frage, wer die oder der Nachfolger von Frau Merkel sein wird. Das wollte ich gerade bei der demoskopischen Aussage von Markus Feldenkirchen auch noch sagen. Also da wäre doch durchaus ein Potenzial von, sagen wir mal, 10%, was man von der AfD holen könnte, oder? Die Frage ist eben, mit welchen Themen schafft man das? Und das Problem dieser Themenfindung ist, dass die AfD inzwischen alle besetzt hat. Also die hat sowohl das Europathema besetzt und das Flüchtlingsthema natürlich auch und die Frage von gesellschaftlichen Milieus und so weiter. Da ist sie überall in den letzten Jahren stark geworden. Und ich teile nicht die These von Markus Feldenkirchen, dass die Union nicht wieder sich verändern kann, weil ich glaube nicht, dass solche Entwicklungen linear folgen.
Vonstatten gehen. Es kann auch alles wieder anders werden. Aber es ist extrem schwierig. Bettina Gauss hat vorhin gesagt, die entscheidende Frage wird die Europafrage sein. Das glaube ich auch. Und die ist auch deswegen so dramatisch wichtig, weil sie ja, also weil es eigentlich so wichtig wäre, dass wir Europa stärken. Das heißt aber, wir müssen uns öffnen Richtung Europa. Auf diesem Feld kann man aber konservativ keine Wähler gewinnen, sondern das werden dann eher Wähler sein, die sagen, abschotten von Europa. Und insofern, es ist völlig richtig, die Union muss diese Wähler gewinnen, aber wie und mit welchen Themen? Ich wollte zum Abschluss, Entschuldigung, Herr von Lucke, auch wenn Sie tief Luft holen, wir nähern uns dem Ende dieser Veranstaltung, wir haben noch so 7-8 Minuten. Ich wollte aber doch noch kurz darüber reden, womit man jetzt immer auch schöne Lacher bekommen kann, dass wir ein Heimatministerium bekommen. Vermutlich wird es das Bundesministerium für Inneres, für Heimat und für Bauen sein, was Horst Seehofer bekommen wird. Da gibt es jetzt jede Menge Witze im Netz, das dann wird getwittert, weitere Personalien sickern durch, Staatssekretär im Heimatministerium wird Florian Silbereisen und ähnliches. Findet es denn jemand gut, dass wir jetzt auch auf Bundesebene, auf Landesebene haben wir das schon, ein Heimatministerium bekommen? Ich weiß, wie gesagt, es ist ja nur eine rein semantische Geschichte. Es ist ja ein AfD-Abwehrministerium. Ja, es wird umbenannt, damit dieser Begriff von Zuhause, von Nation, von Wir, von Heimat denen geklaut wird. Was genau macht denn so ein Heimatministerium? Das wäre ja für mich mal die interessante Frage. Wo sind die politischen Inhalte? Im Moment sehe ich Infrastrukturministerium. Ja, eben, aber gut, Fachwerkhäuser jetzt für alle oder was ist Heimatministerium? Also es ist ja nur mit schon Gleichwertigkeit der Lebensumstände. Ja, aber nur ich meine, ich stimme dir ja zu, sie blinken nach rechts mit dem Begriff. Es ist ein semantisches Ministerium. Ich bin allerdings auch, ich find's grottenüberflüssig, ich halte es für einen Kotau vor der AfD, muss aber sagen, so richtig zündend wäre der Zusatz Ministerium für Infrastruktur jetzt auch nicht. Also vielleicht können wir alle gemeinsam mal drüber nachdenken, wie man das Ding nennen kann. Aber findest du, dass Horst Seehofer deine Heimat repräsentiert? Also ist Horst Seehofer das, was du als Heimat bezeichnen würdest? Naja, er ist ein Bayer wie ich. Ja, aha, guck mal an, einen hat er schon. Markus Feldenkirchen, ich sehe es ihm an, will keinen Witz drüber machen, sondern was Ernsthaftes dazu sagen. Richtig, ja. Also gut, der Witz ist natürlich die Besetzung dieses Ministeriums. Aber meinst du das Landsmannschaft? Aber die Idee, die dahinter stecken könnte, ist gar nicht schlecht, weil ein Anspruch, und den hatten mehrere Parteien in ihrem Wahlprogramm, nicht nur die Grünen, sondern auch die SPD, ist dieses Gefühl des faktischen, aber auch kulturellen Abgehängtseins im ländlichen Raum, im Gegensatz zu den ach so hippen und modernen und zur kulturellen Elite gehörenden Großstädtern, dass diese Kluft, die es in unserer Gesellschaft gibt, dass man dort auch ein Ministerium hat, die im Blick hat und mit den Möglichkeiten der Politik dort gegensteuert. Und deshalb ist da Infrastruktur, Bau mit drin, all die vielleicht noch unbeholfenen Möglichkeiten, dort gegenzusteuern. Ich würde gerne das Ministerium gegen Unbehagen anführen. Das fände ich auch ganz schön. Das gibt es auch noch nicht. Ministerium gegen Unbehagen? Ja, das Ministerium gegen Unbehagen. Das würde ich gerne übernehmen. Jetzt noch Brigitte Fährle. Infrastruktur ist doch eine wichtige Frage. Ja, okay, für Infrastruktur und gegen Unbehagen. Okay. Wollen Sie beide das nach der Veranstaltung klären? Jetzt würde ich Brigitte Fährle gerne noch mal dazu hören und dann Albrecht von Lucke und dann kommen wir schon zur Schlussrunde. Einen ernsthaften Zusatz noch machen. Es steht ja über diesem Koalitionsvertrag der Satz, dass es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch geht. Und im besten Sinne könnte man das Heimatmuseum Museum. Seltsam. Ja, komisch, wie mir das passieren konnte. Es war nicht ganz falsch. Also im besten Sinne könnte man dieses Ministerium ja mit dieser Aufgabe betrauen. Ob dann allerdings Seehofer der richtige Besetzung ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber ernst noch mal kurz zu Seehofer. Das ist natürlich der mächtigste Minister im Kabinett, das muss man sehen. Der hat das meiste Geld mit Verkehr und Bauen und hat Themen, die Bevölkerung quer von Nord bis Süd, von Ost bis West. Ich glaube, Verkehr hat er übrigens nicht als Die CSU,
nein, ja, also nicht genau, Seehofer, ja. Aber die CSU meinte ja. Ich, Entschuldigung, das war jetzt eine unzulässige Verkürzung, die, weil wir ja über die Frage gesprochen haben, wer ist Gewinner, und da ist die CSU noch deutlich vor der SPD der absolute Gewinner in dieser Regierung. Noch ein kurzes Statement von Albrecht von Lucke, weil die Zeit davon läuft. Ich will zwei Sachen sagen. Erstens, das Heimatministerium, ja, kurz, wenn ihr klatscht, dann kann ich kaum was sagen. So, das Heimatministerium auf Bundesebene ist eine wesentlich größere Herausforderung als ein Heimatministerium auf Landesebene. So ist es. Weil unser Heimatverständnis weit mehr regional geprägt ist, mhm, und dort lässt es sich viel leichter über Heimat sprechen. Das erleben wir jeden Tag, haben wir gerade beim Karneval, Mainz bleibt Mainz erlebt und. Und in Bayern ist es nicht ohne Grund so. Jetzt kommt das Zweite. Das Heimatministerium in Bayern ist mit dem Finanzministerium gekoppelt. Da war genau das, was Söder. Brigitte Ferle sagte, der Fall, der Mann hat viel, das hieß übrigens Söder, und hat damit seine Ministerpräsidentenkarriere, hat das Geld ausgeschüttet. Horst Seehofer hat das Innenministerium. Und da ist die zweite, leider ein bisschen fatalere Assoziation neben Heimatmuseum der Heimatschutz. Mhm. Denn das Innenministerium hat die dramatische und ziemlich harte Aufgabe, das, was Horst Seehofer angekündigt hat, Law and Order durchzusetzen, Menschen aus Deutschland heraus zu expeditieren. Das heißt, diese große Kluft zwischen Integration in die Heimat und Ausschluss derer, die hier nicht hingehören, das ist eine Brücke, die er erst einmal schlagen muss. Und ich finde das ziemlich dramatisch. Ich glaube, dass ein technisches Museum für Infrastruktur allemal berechtigt gewesen wäre. Jetzt dieser Überbau Heimat birgt eine gefährliche Seite. Und insofern glaube ich, ist es eher eine Hypothek. Und damit kommen wir zur Schlussrunde. Heute kriegen alle den gleichen Halbsatz. Und die arme Brigitte Ferle muss anfangen, alle anderen haben länger Zeit nachzudenken. Heimat ist für mich? Brezeln. Was? Brezeln. Herr von Lucke, kann auch mehr sein. Danke. Mach ich Gebrauch von. Heimat ist für mich? Ja, Heimat ist, wie wir, glaube ich, gegenwärtig merken, eine ganze Menge. Nämlich das Gefühl, sich in einem, ja, ich sage es so, ich kann es nur sagen, vielleicht auch in dem Zuge, in dem wir merken, dass sich in den letzten Jahren das Gefühl, nennen wir es, der Beheimatung aufgelöst hat in gewissem Maße. Ich hatte es mir persönlich gewünscht. Heimat ist für mich, Herr von Lucke. Ja, dann ist es ein Gefühl, das sage ich in einem Satz, das Gefühl, dass das Gewohnte nicht unter den Händen zerrennt. Bettina Gauss, Heimat ist für mich. Verknüpft mit Menschen, die mir was bedeuten. Und nicht zwangsläufig, das klingt jetzt doof, aber es war nicht zwangsläufig an Deutschland gebunden. Markus Feldenkirchen, Heimat ist für mich. Als großer Ort Europa und im Alltag Freunde und Familie. Ja. Und Hajo Schumacher zum Abschluss. Gute Freunde, gute Musik, gutes Bier. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk in politisch recht unruhigen Zeiten in Deutschland. Hier geht's jetzt weiter mit der Hörbar Rust. Zu Gast diesmal Modedesigner Bent Angelo Jensen. Vielen Dank an unsere heutigen Kommentatorinnen und Kommentatoren, an Brigitte Ferle, an Bettina Gauss, an Albrecht von Lucke, an Markus Feldenkirchen und an Hajo Schumacher. Mein Name ist Marco Seifert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank. Thank you.